Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio. Es ist WTR Roundtable Zeit und heute gucken wir mal wieder auf Women's Wrestling und zwar Shine 35 mit einem ganz besonderen Main Event. Ich bin der Martin heute mit dabei. Nicole, Hallöchen. Gute. Du bist ja schon fürs Women's Wrestling bei uns so, ja, Mainstay, würde ich sagen. Ja? Muss sein, ja. Muss sein, muss sein. Eigentlich der Willi ja auch. Willi hat kurzfristig absagen müssen, passte nicht so in seinen Zeitplan. Real Life und sowas geht ja dann doch irgendwie immer noch vor. Frankie wäre eigentlich auch gern bei gewesen, aber hat kein Internet. Deswegen haben wir die beiden ersetzt mit jemand weiteren, der gerne über Damenwrestling reden wollte. Schon längst eigentlich über AIW Girls Night Out, aber heute sind wir bei Shine. Hallo Jan. Guten Abend. Naja, massentechnisch kann ich wahrscheinlich beide auch zusammen ersetzen. Weia. Gleich wieder der Karlauer raus. Ja, irgendwo musst du ja mal hin. Dann lieber an den Anfang. Ja, Du warst auch schon mal bei, warst du bei Damen schon mal bei irgendwo? Oder bist du das erste Mal bei einem Damen-Podcast bei uns? ich bin mir nicht sicher. Auch gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht. Weil ich meine mal auch was von Schimmer gesehen zu haben. Ja, das heißt ja nichts, Wo also das. ich sagen würde, dass ich dass wir drüber geredet haben. Aber ich bin mir Okay. echt nicht sicher. Ich auch gerade nicht. Ich hab auch das jetzt nicht wirklich überprüft. Aber deswegen wäre die erste Frage, Jan, erstmal die erste ist, dass du dich ja auf einer WTR-internen Streak befindest. Bist du dir dessen bewusst? Ich sag jetzt einfach War. mal die besten Wertungen mal rauszuhauen. Nee, nee. Du hast 3 von 5 mit diesem hier. Du warst bei den letzten zwei. Heute ist der nächste. Und du bist bei den nächsten zwei Podcasts, die wir machen, dabei. Ach so, ja, Also 5 in Folge. das ist richtig. Ja. Hast du so mehr als ich? Kann man mal machen, ne? Ja, Ja. dabei war ich hier für den nicht mal vorgesehen, habe ich mich einfach reingeschmuggelt. Ja, so, da du hast wahrscheinlich die Streak unbewusst sogar irgendwie im Hinterkopf gehabt und jetzt greift das Ja, ich System, habe ne? vorher schon geahnt, dass Frankie und Willi Ja, vielleicht ja. nicht so. Und naja, irgendwer muss ja einspringen und man weiß ja, wer das denn gerne macht. Haha. Wo ich gerade überlege, es geht sogar darüber hinaus, ne? Wenn wir dann gucken, das ist ja dann, What If wäre ja dann? Ach nee, Revolution Pro ist der Podcast am Dienstag, den wir machen. Da bist du nicht bei. Nee, sonst habe ich gedacht, dann wärst du ja sogar, weil Opening Bell. Ah nee, Opening Bell bist du ja auch nicht bei. Nee. Du bist ja erst wieder beim Roundtable zum Battleground dabei. Das ist richtig. Bei Nee, dann ist das ja doch. Dann ist es eine 5, das ist eine 5-5-Podcast-Streak. Tippen darf ich nicht mitmachen. Aber dafür Ich bin halt so gut. beim Preview. Also beim Preview zur Opening Bell bist du dann mit dabei, ne? Das nehmen wir ja dann am Donnerstag auf. Das gibt's am Freitag auf die Ohren. Ja, genau, am Freitag auf die Ohren. Gut. Also heute Shine, bei Nicole wissen wir schon, wie sie Shine guckt und dass sie Shine sehr gerne guckt. Jan, dein Verhältnis zu Shine Women's Wrestling. Es müsste meine erste Scheinveranstaltung gewesen sein. Alright. Vorwissen? Bei Schein jetzt, aber ich habe mit Sicherheit schon mal Ergebnisse gelesen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt die Ergebnisse nicht mit Ergebnissen von Schimmer auseinanderhalten. Okay. Makes sense. Es ist ja auch häufig, sage ich mal, eine deutliche Überschneidung bei den Damen manchmal mit bei. Ja, klar. Immerhin kann ich sagen, bis auf, glaube ich, ein Match. War in jedem Match jemand bei, den ich kannte. Doch schon mal gut. Ja. Doch schon mal gut. Gut, dann gucken wir auf Shine 35 vom 17. Juni 2006, also sogar relativ frisch, ja. Es ist eine Women Super Show, das schon mal vorweg. Denn es ist eines dieser Wochenenden oder dieser Wochen gewesen im amerikanischen Women's, ja, doch amerikanischen Women's, Schrägstrich US Independent Wrestling, bei dem sehr viele Nicht-Amerikaner eingeladen werden nach Amerika und dort diverse Shows worken. In dem Fall an diesem Wochenende, nämlich dem 17.06., das Shine-Wochenende. Es gab NXT Tryout ist übertrieben, aber es gab Arena-Shows und sowas, wo die Damen auch in Dark Matches eingesetzt wurden zum Teil. Und eine Woche später war das große Schimmer-Wochenende mit den Taping für die 81 bis 85, also 5 Events an 3 Tagen. Und genau das ist eben, was wir schon häufiger hier angesprochen haben in den Women's Wrestling Podcast. Es gibt immer diese eine Woche im Jahr, also eigentlich zweimal eine Woche im Jahr, nämlich irgendwie im Sommer irgendwo und dann nochmal irgendwo im Herbst zum Winter übergehend. In der Regel ist es Mai, Oktober, in dem Fall ist es jetzt Juni, November, also in 2016 ist es Juni, November. Und ja, dementsprechend befinden wir uns genau in dieser Woche. Und der Event ist auch irgendwie von dem her geschichtsträchtig für uns auch in dem Podcast, weil wir eben diesen ganz speziellen Main Event haben, über den wir nachher reden werden, müssen, wie auch immer. Das war auch der Grund, warum ich diesen Event vorgeschlagen hatte, um es zu reviewen. Und ja, es wurde dann einstimmig mehr oder weniger
gesagt, ja, Shine 35 ist gut. Alternativen wären die beiden letzten AIW Girls Night Out Events gewesen, aber heißt ja nicht, dass wir dann zukünftig einen weiteren AIW Girls Night Out Event reviewen werden. Warum der Main Event so stark? Weil der Shine-Titel, der Shimmer-Titel und der TNA Knockouts-Titel im selben Match auf dem Spiel standen. Das dann aber unser Main Event. Wir haben das letzte Mal über Shine gesprochen, als wir die erst 29 und dann 30 reviewed haben. Wer sich dafür interessiert, also entsprechend, was bei uns im WTR so an Podcast-Historie für Shine betrifft, kann sich dort gerne die Podcasts 422 und 413, 422 ist 30, also Shine 30 und 413 von uns ist Shine 29 Review. Gerne anhören. Heute Shine 35. Opener der Show ist ein Money in the Bank Five-Way Elimination Match, eigentlich als Four-Way geplant, aber es wird ein Five-Way Ivelisse gegen Kelly Slater, gegen Mia Yim, gegen Nicole Matthews, gegen Santana. Nicole. Ja, interessantes Match. vor allen Dingen musste ich auch erstmal überlegen, so, hey, Money in the Bank. Wieso bleiben da alle so irgendwie draußen und sind nicht alle irgendwie alle zusammen im Ring? Ja, war ein bisschen komisch, die Regelung. Also, ich habe jetzt auch nicht unbedingt mitgekriegt, wie man das Money in the Bank Match da gestalten wollte, weil ich dachte wirklich, alle zusammen fangen da im Ring an. Deswegen war ich über diese Regelung ein bisschen. Es war, ist halt kein Money in the Bank Leitermatch bei der WWE, ne? Ja. Sondern einfach nur der Sieger bekommt den Koffer für ein Shine-Title-Match seiner Wahl, wann immer er sie es Ja, möchte. gut, das mit leider habe ich mir schon irgendwie gedacht, aber ich habe halt so das Prinzip gedacht, man fängt halt zusammen so im Ring an, aber nee, war halt so nicht gedacht. Aber ich fand das Match kurz, oh, knackig, schnell und war natürlich mit der Siegerin halt auch klar. Also Ivelisse dachte ich mir schon von Anfang an, weil sie, das ist natürlich dann immer so, ein Match steht und dann kommt die Chefin von, wie heißt sie nochmal, die Fry? Lexi Five. Lexi Five, kommt halt rein und buckt Ivelisse dann halt dann doch nochmal so schnell mit ins Match rein. Weil sie ja das letzte Match halt aufgrund ihrer Verletzung verpasst hat und dann ist natürlich schon klar, so, Was ein Titelmatch gewesen wäre. Ja, genau, und deswegen konnte sie da halt mitmachen. Also war dann das Ergebnis dann auch in dem Moment klar, aber ich fand jetzt das Match an sich trotzdem super gut. Es waren einige gute Sachen mit dabei. Also der Doppelhut von Ivelisse an Santana und so, also. Nur die Kommentatoren sind natürlich immer doch. Wie heißt die Tussi nochmal? Die Lieber kommen. Bates. Lieber kommentiert. Immer noch besser als Amber Gärtner manchmal. Ja, aber. Aber Lieber ist auch nicht wirklich gut im Nee, Kommentieren. dann DDT. Dann on your head. Warum? Aber er ist gedacht so, okay. Ja, das war in dem Fall gar nicht so schlecht, weil die Aktion heißt halt so. Ja, gut. Aber Also allein sie wie hat die die schon Aufgabe die tatsächlich. Lariat, irgendjemand Ja. hat die Lariat durchgebracht und sie Ja. Lariat und Ja, sie hätte kreischt da. Lariato sagen sollen, ne? Ja. Aber sie hat Lariat so ganz komisch gesprochen und da fehlte irgendwie was, da war kurz Pause, war da ein bisschen peinliche Stimme, peinliche Stille. Stille, ja. Vor allen Dingen still. Nee, aber wie gesagt, ein super schnelles, kurzes, knackiges, schnelles Match. Und ja, war. Also nochmal zu Nicole Matthews wollte ich mal sagen, wer das Team so nicht kennt. Das ist Muse. gefällt mir immer gut, wenn sie damit reinkommt. Ne? Hysteria Da heißt der Song. haben wir schon häufiger drüber gesprochen bei Shine, ne? Die Musiken sind echt stark. Ich habe auch hier wieder ein schönes Beispiel nachher im Tag Team Title Match. Also Shine nutzt das richtig gut, dass sie da passende Themes aus moderner Popkultur nutzen, ne? Ein kleines bisschen geremixed manchmal, was Eigenes drauf, aber ja, machen sie richtig gut. Gut, Jan, Opener. Wie gesagt, als Fatal 4-Way geplant. Aber Ivelisse wurde von Lexi Five dazugeholt und das soll sich heute an diesem ganz speziellen Tag für Ivelisse wiederholen, dass sie in dem einen ursprünglichen Match gar nicht dabei war und dann aber am Ende sogar beide gewinnt. Ja, Jan, was hast du zum Opener? Money in the Bank. Erstmal kann ich mich dem, was Nicole gesagt hat, anschließen. Mir ist auch am Anfang nicht so ganz klar gewesen, wie das Match jetzt eigentlich laufen soll. Ich meine, dass jetzt so Four Ways oder in dem Fall ein Five Way denn auch mal so sind, dass halt nur zwei im Ring sind und der Rest muss eingeteckt werden, kennt man ja. Das kriegt man ja auch direkt mit. Aber dass das ein Elimination Match ist, habe ich vorher nicht mitgekriegt.
Wurde, glaube ich, auch nicht so kommuniziert, nur von den Kommentatoren. Ja, da habe ich Also, dann das war irgendwann, gleich, beziehungsweise ja. war es mir halt klar in dem Moment, wo schon das erste Mal auch so Pins da waren und halt keiner die Anstalt gemacht hat, in den Ring zu gehen. Da habe ich gedacht, okay, entweder hat man ja auch manchmal so nach dem Motto, naja, geht ja, ist ja jetzt eh noch nicht so wichtig, jetzt braucht man nicht reingehen. Oder halt, was denn halt die wahrscheinlichste war, dass es Elimination Style ist. Was ich ein kleines bisschen unglücklich fand, war Kid Cadet zum Einstieg, weil sie nämlich gesagt hat, dass der Gewinner des Matches ein Shine-Match ihrer Wahl bekommt. Da war mir nicht per sofort bekannt, bewusst, dass es um den Shine-Titel geht. Das hat sie vergessen. Sie hat Shine-Match of her choice gesagt. Also nicht Shine-Championship-Match oder Shine-Title-Match, sondern sie hat Shine-Match of her choice gesagt. Und da habe ich gedacht, okay, der Sieger kriegt also ein Match, wann, was immer, gegen wen auch immer, wann er auch immer er es will. Aber während des Matches wurde ja dann klar, haben die Kommentatoren ja auch dann so kommuniziert, dass es eben tatsächlich, genauso wie bei der WWE auch, es ist der Koffer und in dem Koffer ist ein Vertrag und ein Titelmatch um den Shine Championship. Aber das wurde halt von Kid Cadet, der Ringsprecherin, die eigentlich immer einen super Job macht, da irgendwie ein bisschen fehlkommuniziert. Ja. Einfach vergessen, Ja gut, ja. das von Schein 34, ich habe jetzt auch nur den Bericht gelesen gehabt, deswegen habe ich das auch nicht, wie gesagt, dann schnallt man das halt auch nicht so. Was Schein halt vielleicht auch noch ein bisschen fehlt, sind so ein paar kurze Videoeinspieler, wie es manchmal dazu halt kommt, aber ich glaube, aus Kostengründen lässt man Wäre auch Krempel Zeit halt sein, gewesen, ne? ne? Es war ein 2-Stunden-Event. Ja. Wäre theoretisch auch Zeit gewesen. Und welche die Clips, die sie auf ihren YouTube-Kanälen so haben oder überhaupt in WWN veröffentlichen, hier die mit einfügen und dadurch den Event runder machen für sowas wie Jan, ne, der ein Neueinsteiger ist, dann wirst du eben durch diese Clips und durch diese Interviews, die du auf dem YouTube-Kanal und auf den WWN-Plattformen bekommst, wenn du das dadurch, dann wird es ein runderes Produkt. Und Jan wäre vielleicht jetzt nicht ganz so, oder du in dem Fall auch, weil du 34 vielleicht nicht gesehen hast, wäre man eher abgeholt worden, oder? Also. Weil das halt bei einigen Dingen ist. Also bei AIW, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt halt nur die Version immer von Smart Mark Video. Da ist es halt immer so, dass gibt es auch keine Einspieler, sondern, sag ich mal, so kurze Promos. Und da gibt es immer alle Promos Am sozusagen Anfang, ne? vorher. Was dann auch manchmal schon eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Ja, richtig. Ja, gut. Muss man ja nicht auch vor jedem Match machen. So Nee, aber halt. ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das bei. Ich weiß gar nicht, ob das auch teilweise live gestreamt wird oder sowas. Das sind bei anderen Veröffentlichungen, denn vielleicht der Teil fehlt sozusagen. Also, ja, ich sag's jetzt mal so, dass es da um die Titel, denn, also um Titelmatch, sag ich mal, war mir halt, ist halt bei Money in the Bank, war jetzt für mich so eine Voraussetzung, ist halt so. Dafür kennt man das halt von WWE, das war jetzt nichts, was mich jetzt, mir ist nicht mal jetzt aufgefallen, dass das nicht explizit erwähnt wurde. Das habe ich mir dann halt mehr oder weniger selber dann zusammengereimt. Genau. Ansonsten, das Match war ganz okay. Was ich halt ein bisschen, wo ich jetzt sage, da hätten vielleicht die Kommentatoren auch denn ein bisschen besser noch drauf eingehen können, war halt das Ganze mit Miriam. Ja. Bis ich denn gemerkt habe, worauf sie sozusagen anspielt überhaupt, dass es da um Liva geht. Das wurde irgendwann gesagt, wo der eine gesagt, der Kommentator gesagt hat, für die, die es nicht wissen, Lieber ist halt verletzt. Und erst danach habe ich dann überhaupt bei Mia Yim gesehen, dass halt hinten auf dem Shirt auch, dass es halt ein Lieber Bates-Shirt war. Okay, ja, wurde aber alles beim Einzug schon kommuniziert vom Kommentar. Also, Also, das habe ich weil halt Lieber nicht. ja direkt, oh, come on, what a dick. Ja, So hat sie also doch das dann ist halt gleich, ne? irgendwen, ja. Und das irgendwie lieber, das auch nicht so geil fand, ja, aber wie gesagt, das Ist ist. wahrscheinlich, wenn man die Stimmen nicht kennt, ne? Wer redet da eigentlich gerade? Dann ist das wahrscheinlich auch schon nur ein Problem, ne? Weil ich glaube, Lieber Bates wurde nicht explizit vorgestellt als Kommentatorin. Nee. Habe ich Er jetzt auch ist nicht so nur mitgekriegt. irgendwann angesprochen als Lieber, ne? Aber es wurde nicht gesagt, wir sind die, die, die und die, sondern es war einfach gesagt, hier, ich bin Rob Naylor und heute haben wir einen Special Guest. Aber ich glaube, es wurde nicht Lieber Bates gesagt, sondern man muss einfach die Stimme wahrscheinlich kennen. Ich sag ja, mir auch jetzt nicht so aufgefallen, dass es jemand anders da ist, schon. Aber nicht wer es ist. Ja. Ja, also auf jeden Fall nicht Amber Göttner, ne? Ja. Also, es waren ja drei Kommentatoren, ne? Es waren zwei Männer und Lieber Bates, aber ich glaube, der dritte Mann, der wurde nicht einmal namentlich genannt. Nee, die wurden irgendwann da. Und ja. Egal, ist eben so, ne? Aber
Wir haben ja bei der 30 noch drüber gesprochen, dass wir es komisch fanden, dass das Team halt um Miriam und Lever Bates, obwohl sie eigentlich schon häufig aneinander geraten sind, immer wieder existiert, ja, und immer noch weiter existiert, obwohl sie schon aneinander gekracht sind oder auch sich schon attackiert haben. Bei der 31 gab es ja dann das Turnier, um die neuen Shine Tag Team Champions zu finden. Das haben ja dann am Ende Better Than You gewonnen. Im Finale eben gegen die Lucha Sisters und da kam dann der Bruch endgültig. Da hat Miriam Lever Bates attackiert und seitdem ist eben Miriam wieder oder eigentlich zu erwarten war Clara Heel. Und genau das war hier eben hier. Sie ist ja, also Lever Bates ist ja die Cosplayerin und in dem Fall hat Miriam ein Cosplay von der verletzten Lever Bates gemacht. Und das war die Geschichte. Was clever ist, Ja, also klar. jetzt für diese Story zwischen diesen beiden, ne, die dann wahrscheinlich bei der nächsten Show, gehen wir davon aus, dass das Lever Bates bis August wieder fit ist, dann wahrscheinlich stattfinden wird zwischen Miriam und Lever Bates in irgendeiner Stipulation. Ja, aber wie gesagt, wenn halt einer neu einsteigt, jetzt so wie der Jan, ist es natürlich, wäre so ein kleines Video-Package echt, ja, Absolut, nicht ja. schlecht gewesen, weil, Andererseits geht es halt in diesem Match auch nicht ja, explizit um Miriam Lever Bates, ne? nee. Das ist halt auch schwierig dann. Das, es hat ja sowieso mehrere Geschichten. Ich meine, für Nicole Matthews war es das offizielle Shine-Debüt. Ja, sie hat zwar bei WWN, haben wir auch drüber gesprochen, bei Mercury Rising am WrestleMania-Wochenende, hat sie ja ihr Debüt in dem Sinne unter dem Shine-Banner gegeben, weil sie ja ein Titelmatch hatte. Hat die Open Challenge ja angenommen. Aber ihr offizielles Shine-Debüt hat sie hier gegeben. Das heißt, auch für eine Nicole Matthews, auch wenn es natürlich absolut kein unbeschriebenes Blatt ist, im Damen-Wrestling, im West Independent Wrestling, ist es hier an der Stelle das Shine-Debüt. Ja. Und Santana und Kelly Skater sind World Traveled aktuell. Ich freue mich immer sehr gerne, Kelly Skater zu sehen, weil es so einer meiner ja, Lieblinge ist. Ich weiß gar nicht, warum ich immer mit den Australiern und Neuseeländerinnen habe. Ich mag die alle. Das war übrigens was ich später noch sagen würde, Völlig verrückt. dass ich auch irgendwie auf die Ozeanien-Mädels stehe. Bescheuert eigentlich, ne? Also alle vier Wrestlerinnen, die inzwischen im Mainstream ist ja Quatsch, aber die rübergeschwappt sind in das US Independent Wrestling, in Ligen, die man verfolgen kann, abseits von diesen ganzen australischen und neuseeländischen Ligen, die halt nicht mal einen YouTube-Kanal haben. Alle diese vier Damen haben irgendwas, was mich begeistert. Also, allen voran Ivy, das ist so eine meiner absoluten Lieblingswrestlerinnen aktuell sogar. Aber alle anderen drei, hier ja sogar, ja, alle drei auf der Card letztendlich, haben irgendwas, wo ich sage, Mensch, guck mal an. Und ich mag sogar Ja? die beiden, die bei NXT rumturnen. Ja, die ja noch dazu. Richtig, Plus aber ich meine jetzt auf Emma. dieser Karte hier, ne? Ja, plus Emma, Plus dann hat man Emma. noch drei mehr. Genau. Also Australien und Neuseeland, die haben gutes Ausgangsmaterial, möchte ich mal sagen. Absolut. Ja, gut, kommt natürlich auch durch die Landstorm Wrestling Academy. Ja, genau. Ja? Die halt nach Australien gezogen ist von Kanada. Also erst nach England, glaube ich, gezogen. Hat da der Standort nicht richtig gepasst, weil es in England wahrscheinlich einfach schon zu viele Wrestling-Schulen gibt. Und dann ist er ja nach Australien gewechselt, relativ schnell. Und hat ja jetzt die kanadische und australische Landstorm Wrestling Ah, Academy. siehst du, Gibt ja auch, gibt's ja auch, gibt's ja auch diverse Wrestling-Dokus drüber. das ist gut, dass du das erwähnst. Das wollte ich nämlich später noch fragen, weil da gibt es ja dann später noch ein Match, wo halt zwei von der Storm Academy sozusagen Mit dabei sind, ja. mit dabei und halt eine Kanadierin, eine aus Ja, genau. Australien. Ich meine, gut, kann auch immer sein, dass die Australierin halt nur in Australien geboren ist und aber eigentlich in den USA, Kanada In wohnt. dem Fall sogar umgekehrt, ich glaube, also meinst Kellyanne, ne? Ich glaube, Ja. Kellyanne ist, glaube ich, in Seattle geboren und ist dann nach Australien gewechselt, also umgezogen. Ich glaube, Also irgendwas die mit wird, ich Seattle kann. wurde auch beim Kommentar erwähnt. Aber naja, da kommen wir ja später Ja. zu. Ne? Irgendwie so. Ja. Ja, gut. Wir sind doch im Opener, Ja. ne? Aber ja. Jan, continue? Machen wir mal zum Match ein bisschen was. Dass Mia Yim denn ausgezählt wurde, fand ich ein bisschen, so lala, weil man es nur so halb mitgekriegt hat. Und auch die, wie sie und Liva denn da so ein bisschen und dann werden sie da gegenseitig zurückgehalten. Noch so ein bisschen. Es war alles ein bisschen komisch. Und wie gesagt, denn das mit dem Auszählen hat man auch nur so halb mitgekriegt. Ich glaube, das selbst als denn, ich weiß gar nicht, hat die Ringglocke sogar geläutet. Die Kommentatoren waren sogar verwirrt. Ja, und das Publikum hat das gar nicht geschnallt. Auch als denn die Ansage kam, dass Mir Yim ausgeschieden ist, da hätte man ja wenigstens ausgeschieden durch Countout oder sowas. Weil ich weiß nicht, ob das so alle so mitgekriegt haben. Ja, vor allem, sie war ja nicht mal die legale Teilnehmerin des Matches, Miriam. Sie wurde ja vom Apron gezogen. Sie war also gar nicht Teil des aktiven Matches 1 gegen 1. Das habe ich nicht mal so. Und trotzdem wurde sie ausgezählt. Das ist also eigentlich ist es eher eine Disqualifikation als ein Auszählen. Ne? Weil sie halt da draußen Security angreift und so, um da zu Lever zu wollen, wäre eine Disqualifikation als ein Auszählen die sinnvollere Eliminierung gewesen. Ja.
weil sie gar nicht Teil des Matches war, um hätte ausgezählt werden können. Wie Wo ich Mia wieder. Jim war doch Teil. Ja, sie war aber in dem Moment, als sie ausgezählt wurde, war sie nicht Ach so, in dem dann, 1 gegen 1 Part. Sie wurde vom Apron runtergezogen. Das ist. Oder ist sie runtergesprungen, nicht runtergezogen. Sie hat Lever draußen gesehen und ist Ja. runtergesprungen vom Apron, ne? Und hat dann versucht, genauso wie Lever halt durch diese Security-Menge da durchzukommen. Aber sie war halt nicht. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber mein Gefühl sagt mir, sie war nicht Teil des Matches, weil sie ist ja vom Apron runtergesprungen und ist ja nicht Also das rausgegangen. kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Aber sowas, das sind. Es wirkte komisch, Ja. alles Das zusammen, sind ne? aber Das auch, ist die also Frage. das sind, Ja. was du jetzt gerade gesagt hast, sind auch so Details, die mir manchmal nicht auffallen. Deshalb muss das nicht viel heißen. Ja, kann aber auch gerade falsch sein. Es wirkte einfach, die Gesamtsituation wirkte einfach komisch und Ja. unrund. Ja. Und dadurch, dass die Kommentatoren die Fresse gehalten haben, hast du gedacht, okay, offensichtlich wussten nicht mal die Kommentatoren, dass es Elimination Match ist. Also, ich bin mit der Und daran wussten sie es und konnten es Gesamtsituation aufgreifen. unzufrieden, kommt denn jetzt raus. Aber das ist bei Shine ja normal, eigentlich. Ja. Da ist Aber immer ich muss, irgendwas so. dafür muss ich mal auch die Kommentatoren in Schutz nehmen. Ich habe das selber auch schon gehabt beim Kommentieren bei einer deutschen Liga und habe dann nicht die Information bekommen, dass es ein Elimination Match ist. Und du kommentierst, oh, das ging aber schnell, wir haben einen Sieger. Dann kommt der Ringsprecher, eliminiert wurde. Ach ja, liebe Fans, gerade eben habe ich erfahren, ja, dann musst du den Bogen kriegen. Du siehst, du als Kommentator bist du die ärmste Sau im Raum, ja. Aber wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass die Kommentatoren die Informationen gar nicht bekommen haben. Denn sonst hätten sie es gesagt. Denn sonst hätten sie an der Stelle nicht die Fresse gehalten. Ja? Denn wir hätten jetzt gewonnen. Okay, Miriam ist draußen. Und wer von den vier hat jetzt gewonnen? Also musst du ruhig sein, bis ein Ansage kommt. Und genau das haben die Kommentatoren machen müssen. Und Sieht dann sehr unglücklich aus, aber die Situation wird dadurch nicht zwangsläufig besser, weil sie halt einfach im Produkt schlecht dargestellt wurde und nicht kommunizierbar durch die Kommentatoren waren. Dadurch ist es natürlich super gauig. aber das Match war trotzdem gut und kann man sich Absolut. ja. Aber es, ne, der Anfang hat so ein bisschen, es kam schwer ins Rollen, aber von da an. Und dann muss ich halt auch sagen, nach mir sind ja alle drei Eliminierungen dann sehr, sehr schnell gewesen. Also das war ja wirklich innerhalb von 2 oder 3 Minuten, dass dann sozusagen der Rest auf einmal weggewuppt ist. Das kennt man auch, sag ich mal, dass es dann auf einmal schnell geht. Aber mir war es dann vielleicht ein bisschen zu viel, gerade denn, wenn die letzten Zu schnell, beiden im ja. Ring sind, hätte durchaus so zumindest 1, 2 Minuten so noch eine Phase zwischen denen wäre ganz nett gewesen. Obwohl es gepasst hat, ne? Wenn man Ja. guckt, wer drin ist, das sind halt auch irgendwie alles Main-Eventer, ja? Also Kelly Slater jetzt vielleicht nicht zwangsläufig in der US-Independent-Szene, aber halt durch Stardom, ja? Santana. Die anderen vier müssen wir nicht zwangsläufig in Frage stellen. Zum Teil ehemalige Champions in allen Damenligen der Welt, ja? Und Kelly Slater in dem Sinne ja auch, weil ehemaliger Schimmer Tag Team Champion zum Beispiel. Und dann hast du halt wirklich einen Top-Notch-Opener zwischen herausragenden Damen. Und dass dann eben auch die Positionierung der Face-Heel-Rollen gut gemacht wurde. Santana kann halt Kelly Slater mit dem Star-Spangled Splash eliminieren. Ja? Wird sofort eingerollt von Nicole Matthews, was sofort das Heelische agiert. Also Santana kann sich gar nicht freuen, wird sofort eingerollt. Und dann kannst Yay. du, und dann, dann kannst du Ivelisse als Top-Face positionieren, weil sie eben auf dem Weg hingehend den Top-Heel, nämlich Nicole Matthews, gleich ummöbt. Ja, also eigentlich eine gute Story für das Match und auch für den Aufbau des ganzen Abends für Ivelisse. Ja, klar. Ja, gefreut Das hat es hat mich gepasst. natürlich wieder für Santana. Raus! Ja, Los! die beliebteste Frau im Wrestling Talk Radio, ja. Sie ist absolute Schnuckel und ist eine der hübschesten Frauen wahrscheinlich im Wrestling, die wir so finden können. Aber sie ist halt auch der John Cena des Damen-Wrestlings, Obwohl, ne? ich muss sagen, dann ging es eigentlich. Also die Darstellung auch in letzter Zeit oder auch in dem. Welchen habe ich gesehen? Ich glaube, den drei. Nee, welchen hatten wir gesehen? Den 30er. Dann hatte ich noch den 32er. Hatte ich, glaube ich, geguckt. Irgendwo dazwischen, wo sie nochmal war. Also sie wird nicht mehr so übertrieben dargestellt. Also es geht Ganz mittlerweile. generell tatsächlich Ja, inzwischen, ne? ja. Weil sie auch, ich habe jetzt auch ein bisschen was von Stardom geguckt, da gucke ich mich gerade so ein bisschen rein, ja. Also ist ja nun wahrscheinlich aktuell so die Damenliga weltweit, ja. Auch so von der Härte der Aktionen durch die Japaner und Io Shirai und sowas. Viper hat jetzt ein Stardom-Title-Match bekommen, das lockt mich da automatisch, weil ich halt Viper sehr gerne mag. Und da gucke ich automatisch mich in Stardom-Produkt so ein bisschen rein. Vielleicht auch mal eine Liga, die wir hier mal reviewen irgendwann. Ich denke, ich Das, kann mir ruhiger ja, vorstellen. wohl, ich habe auch schon mal reingeguckt. Und dann kannst du mir ja gleich für das nächste Match erklären, warum ist Viper eigentlich so beliebt? Hey, die hat ja voll die Chance abbekommen, ohne Ende. Aber ich finde Ja, das sehr witzig. gucken wir gleich, ne? Okay. Dann, aber
In dem Fall sind wir ja auch mit dem Opener durch, ne? Genau. Finish ist dann DDT von Ivelisse an, also so eine DDT-Serie eigentlich, ne? Zwei in Folge, glaube ich, nacheinander irgendwie gegen Nicole Matthews und Ivelisse ist halt dann die Money in the Bank-Siegerin. Was wir noch nicht erwähnt haben, dass Amanda Carolina Rodriguez, also ACR, mit dabei ist, um dieses Suicida, heißt die Gruppierung so? Ja, keine Ahnung, irgendwas Spanisches. Spanisch. Auf jeden Fall das Tag Team oder Gruppierung um Ivelisse und ACR da vertreten und ja, ACR geht zu dem Entrance Team von Ivelisse ab wie Schmitz Katze. Und Zäpfchen. Mal noch mal ganz zwei Worte zu Santana zu verlieren. Da macht sich's halt für mich positiv bemerkbar, weil ich halt noch nicht so viel gesehen habe, weil das Booking kenne ich dadurch halt nicht. Das Negative. Das Einzige, wo sie mir halt negativ in Erinnerung ist, ist halt ja die TNA-Zeit. Also wo die zwei oder drei Matches, die es da gab. Und da muss man ja sagen, hat sie sich ja Gott sei Dank deutlich gesteigert seitdem. Na, wir beziehen uns, also ich beziehe mich größtenteils auf den Shine Title Run, weil da von der reinen Match-Story immer irgendwie so war, der Gegner verhaut Santana in allen Lebenslagen, ja. Und dann hat Santana irgendwo ihren Moment, ihren Santana ab und gewinnt am Ende mit ihrem Finisher. Entweder Star Spangled Splash, also dieser ins Seil laufen, im Bauch voran und dann so ein Flickflack Moonsault, ne? Oder halt einer ihrer diversen Crossbody-Varianten und holt das Ding halt, aber kriegt eigentlich das ganze Match auf den Deckel und auch in Multi-Damen-Matches. Und das zog sich dann für eine ganze Zeit lang. Sagen wir seit Mitte letzten Jahres oder sogar noch länger, so Anfang des Jahres 2015 bis so, ja, irgendwie Anfang des diesen Jahres, also fast ein Jahr, Punktlandung vielleicht sogar, war irgendwie, dass Santana alles gewonnen hat. Titel, wichtige Matches und halt alle Gegnerinnen besiegt hat. Und zum Teil sah es in den Matches nicht so aus, als ob sie wirklich besser war. Und genau das war dann das Argument, was ja heute so viele an John Cena haben. Und deswegen haben wir immer so spaßeshalber gesagt, Santana ist die John Cena des Damenwrestlings. Und wer überhaupt auch mit so einem Superwoman-Gear in den Ring kommt, Ja, weiß Wonder ja, Woman, ja. da kannst du auch, ja. Passt ja auch zu unseren Superfriends, ne? Ja. Wenn John Cena Superman ist, dann ist Santana eben Wonder Woman, weil sie ja auch genau in dem Outfit Oder Wonder auftritt. Woman, ja. Geht ja mal gar nicht. Genau. Wo war das? Ich glaube, Schein 30, oder? Ja. Ja. Also ist ja eigentlich eins ihrer Outfits, also Wonder Woman. So santanarisiert. Also in dem Abend hier bei Shine 35 war sie Orlando Strong, weil ja dann kurz vorher das Attentat da war, ne? Haben ja einige das Outfit so angepasst an so ein bisschen diese Regenbogenfarben, ja, für die Community. Und in dem Fall war Santana ja Orlando Strong Outfit. Ja. Aber mit diesem bisschen runtergedrehten und nicht so ganz so overpowered Santana, sie ist ja eine gute Wrestlerin, das haben wir ja auch nie bestritten. Aber sie war nicht Main Event und vor allem war sie nicht Shine Champion würdig. Also da sind andere auf der Card gewesen, die diesen Gürtel mehr verdient haben. Und dann, ja, man hat sie ja auch verloren. Ihrem Standing innerhalb der Company hat es aber geschadet, wie ich finde, weil sie nicht Champion würdig war. Noch nicht auf dem Level, wie sie den Gürtel gehalten hat. Und die Gegnerin einfach irgendwie immer größer und besser wirkten als sie. Und das war das Argument, warum wir dann gesagt haben, ach, irgendwie. Aber es war halt so scherzhaft auch gemeint, ne? Aber sie war eine Zeit lang hier auch, hat ganz schön einen Deckel gekriegt von uns in dem Podcast. Ja. Weil ich glaube, Willi war, glaube ich, der Ja, Unzufriedenste, wenn ich mich richtig erinnere. das ist Ja, richtig. also. Na gut, Opener haben wir im Hinterkopf behalten für alle Zuhörer. Ivelisse hat den Money in the Bank Koffer und wir haben noch ein Main Event mit drei Gürteln auf dem Spiel. Tag Team Match ist das nächste. Luscious Latasha auf einer mehr oder weniger inzwischen 7:0 Winning Streak. Ja, bei Shine, zusammen mit Maria, die auf einer 1:0 Winning Streak ist, in den Abend gehend, gegen Vertreterinnen aus Europa, nämlich Rhea O'Reilly, die wir bei Shine schon gesehen haben, und Viper, die ihr Shine-Debüt geben wird. Und ja, Jan. Ja, Viper war die einzige, die ich kannte. Von ihr habe ich immerhin ein Match gesehen. Bei ICW haben wir schon drüber gesprochen. Genau das, was wir reviewed haben. Und ja, das war interessant, wie over Viper war. Und es war schon fast ein bisschen, man konnte schon fast Mitleid mit Latasha haben, wie sie vor allem von Viper
teilweise kaputt gemacht wurde. Also Das fand ich am besten, ey. meine Lieblingsszene war eigentlich erst der Earthquake Splash. Dann setzt sie sie wieder auf, um dann den Crossbody gegen die sitzende Natascha zu zeigen und sie unten mehr oder weniger unter sich zu begraben. Also, Das sah krass aus, ja. ja, das war wirklich so, Zu wupp. begraben, passt aber auch Aber echt hin. das Heftigste vom reinen Impact her, fand ich, war diese Backsenton. Weil sie, weil, weil, gut, das, ich weiß das ja, dass Viper die so springt, ja? Also einige Gegner springen ja hoch und drehen sich die Luft ein bisschen und landen dann so rückwärts, ne? Aber Viper springt einfach so ein bisschen in so einer schrägen Lage und trifft einfach Lasches Latascha einfach mal in den Ringboden. Sie wollten halt einen So ein Schokopfannkuchen machen. Treffer. Weißt du, das sah krass aus. Für einen kurzen Moment hast du Latascha nicht gesehen, weil Viper komplett ihren ganzen Körper abgedeckt hat. Ja, naja, gut, die ist ja Ein auch laufender eher Meter. klein, ja. Wie hatte der Kommentator das gesagt? Untersetzter Goldberg oder zu klein geraten, eingelaufen, irgendwie sowas. Ja. Ja, weil sie halt diese Winning Streak hat, Ja. ne? Dann, ja. Oh, war ja. Ja, bei Naja. Maria Ja. Maria, da habe ich gedacht, mal gut, dass sie eine Maske auf hat, sonst wollen wir wahrscheinlich einen Schnurrbart sehen und wissen, dass sie die Schwester von Mario ist. Mario Maria? Nee, Mario. Und seine Schwester heißt natürlich Maria Maria. Ist doch klar. Achso, ich dachte, Maria ist der Nachname. Sonst Nee. wird er ja Mario Maria Mario heißen. Maria. Eigentlich müsste sie Maria Mario heißen, weil Mario wirklich der Nachname ist. Denn Luigi heißt ja auch Luigi Mario. Ja, Ja, siehst du? stimmt. Wollte ich sagen, Jetzt, ne? wo du sagst, Mensch, Matze, wenn wir dich nicht hätten. Ja, irgendwas ist immer, ne? Ja, Maria Maria habe ich auch das erste Mal gesehen. Ich habe erst gedacht, es ist ein Kerl, aber ist kein Kerl. Einfach so dieses Gimmick würde irgendwie passen, auch zu so einer Liga, ne? Aber es ist eine Frau mit einem. Ich verstehe nicht, warum sie das Dings auf hat. Es ist wohl Keine die Ahnung. schlechteste Luchador-Maske mittel aller Zeiten oder Oder so. sieht voll kacke aus. Aber dieses Gimmick, dass hier zwei totale Underdogs, in dem Fall halt Luscious Latasha, die das ja schon seit der Rückkehr, die wir ja schon bei, weiß nicht, 27, 28, 29, 30 alles besprochen haben, seitdem sie wieder da ist, Anfangsschimmer war sie ja da war sie einfach, da war sie wirklich nur da, und seitdem sie zurück ist, gewinnt sie diese ganzen Upset-Dinger, aber zum Teil durch die Q, durch Countout oder einfach weil der Gegner abhaut und sich mit jemand anders beschäftigt, aber sie gewinnt immer. Aber sie pinnt so gut wie niemanden. Also in dem Fall jetzt schon, aber sie hat relativ wenig wirklich Anteil daran, dass diese Streak da ist, dass sie da ist. Aber Ja? wie die wieder in den Ring reinkommt und beziehungsweise will eingewechselt werden, das war echt zu witzig. Ich fand den Spot sehr witzig, als sie eigentlich Maria, gegen Maria, so, soll ich sie reinlassen? Oh, ja, du sollst was nee, reinlassen. nee, nee, Ja, nicht in den Ring, bitte, Publikum, ne? nee, nee. Ja, nee. Nee, Publikum war an dem Abend ganz klar Ja. für die Europäerinnen. Wo? Ja. Die Fans. Rhea O'Reilly hat sich letztes Mal ja schon, das war doch Schein 30, ne? Oder 29, mit wo auch diese heftige Barroom Brawl zwischen 30. Allison Kay und Soraya Knight. Saraya Knight stattfindet. Übrigens, Saraya Knight, Anekdote: Wer Saraya Knight live sehen möchte, kann gerne am 3. September nach Berlin kommen, denn bei Women's Wrestling Revolution von der GWF wird unter anderem die Mama von Paige, nämlich Saraya Knight, mit dabei sein und sich im Turnier zu versuchen, dort was zu reißen, ja? Tickets ab jetzt verfügbar im GWF-Shop. Und ja, das WTR-Team übrigens so groß wie noch nie bei einem Euro-Event vertreten. Ich glaube, wir sind zu fünft. Zu fünft oder zu sechst sogar. Nicht Also schlecht. Leo steht noch in Frage, ja, aber Stand jetzt fünf, wenn Leo kommt, sogar zu sechst. Ja. Das wäre die Hälfte. Ja, also schauen wir mal. Also Saraya Knight auf jeden Fall in Berlin. Und ja, eine ihrer Schützlinge, Rhea O'Reilly, und dazu halt Viper aus Schottland. Und ja, Nicole, ich weiß nicht, du fragtest, warum Viper so over ist. Hat dir das Match das nicht schon gezeigt, warum sie so over ist? Ja, weil die Fans an sich waren ja den ganzen Abend irgendwie vollkommen. Eigentlich fand ich sie natürlich toll, aber sie waren mir suspekt, weil wir hatten schon Pay-per-Views gesehen, da hast du dir schon gedacht, ja toll, warum sind die Fans dann halt eigentlich da, wenn sie nicht mitmachen wollen? Ne? Also, ja, aber von vornherein war da echt, wusste ich jetzt nicht, dass sie doch so sehr bekannt ist oder beliebt Ja, was ist. heißt Beliebt. bekannt? Ja, beliebt, ne? Beliebt wird es vielleicht eher treffen. Maria Maria wusste ich überhaupt nicht, wo die herkommt. Ja. Latascha ist halt, ja,
Gut Ich wie glaube, immer. Maria ist bei der 33 debütiert in dem Segment und bei der 34 hat sie ihr erstes Match gehabt. Ja, die hatte 2 oder 3, habe ich noch irgendwie mitgekriegt. Ja, also ist noch nicht lange da. Aber macht sich auch gut und Natascha ist halt, ja, schmeißt mich durch die Gegend, püppchen. Ja, das ist jetzt nicht gemein ausgedrückt, aber keine fällt so gut wie Natascha und keine selte es auch so gut weg und Passt ja auch mit den Gegnern, ne? Ich ja. meine, du hast halt Rhea O'Reilly, die halt diese Bruiserin dann eher ist, also die dich dann mürbe macht und Viper mit ihrer explosiven Schnelligkeit dann auch und durch die Masse hast du halt auch in dem Fall diese beiden Underdogs, hast du gute Gegner auf der anderen Seite, Ja, vor allen die Dingen das auch finde ich, gut Viper mitmachen können. ist gut dominant, ja, das braucht man ja nicht sagen, aber das sieht immer alles sehr geschmeidig und sie wirkt auch recht flott so in dem Ring und das macht das Ganze echt immer sehr imposant. Also für ihre, sage ich mal, ne, Gewicht ist sie unheimlich beweglich. Also das ist, können sich gewisse wie Havoc oder andere doch da auch nochmal ein Scheibchen abschneiden. Na gut, das ist ein anderer Das Stil, ist ein ne? anderes Muss man halt auch Stil, sagen. aber ist halt ein dominanter. Es sieht halt auch wirklich nach Impact aus. Ja, ganz am Anfang in der Tasche, also, hey, und ich gehe nochmal in die Ringseile und Viper immer, ja, komm doch. Und so. Das war einfach nur, also, ja. Comedy, es war ein gutes Match an sich, es war halt echt spaßig. Ich muss sagen, auch Maria, wie gesagt, die Chance von den Fans, das war auch in Ordnung. Also sind absolut Knaller-Match zum Schmunzeln auch etwas dabei. Ich überlege gerade, ob das Titelmatch, was ich angesprochen habe, bei Stardom für Viper, ob das auch tatsächlich gegen Io Shirai ist. Es wurde heute irgendwie angekündigt, dass es offiziell ist. Und ich glaube, es geht um den World of Stardom-Titel und den hat ja meiner Meinung nach Io Shirai. Also müsste das sogar stimmen. Das ist ja dann auch ein heftiges Match. Das findet auch irgendwie im Laufe dieses Monats noch statt. Ich habe das vorhin irgendwie gelesen auf ihrem Facebook-Profil, aber ich habe jetzt das gerade nicht auf. Aber ich kann das ja überprüfen. Jan, du kannst das in der Zeit und ich gucke, ich recherchiere und du machst was zum Match, Jan. Ja, mir hat das Match ziemlich gut gefallen, was vor allem an den beiden Britinnen gelegen hat. Weil das war halt so ein bisschen so ein klassisches. Ja, eigentlich waren die Britinnen ja durchaus die Heels, auch wenn die Fans das anders gesehen haben. Und halt so dieses, einer der Gegner wird halt komplett weggesquasht, kann man da schon fast sagen. Schafft dann halt irgendwann den Tag. Gut, dass die Fans da jetzt nicht so begeistert von waren und lieber den Sieg für das Heel-Team gehabt haben wollten, ist dann natürlich so ein kleiner Makel, aber das ist halt, ja, so sind die Fans halt. Die bejubeln manchmal das, was sie wollen und nicht immer das, was vorgesehen ist. So ist das. Und ja, dass dann am Ende dann auch noch Latasha und Maria gewinnen, ja, gut. Das war halt so, die beiden Briten hat es ja auch nicht weiter gestört, die sind dann direkt an der Bar und haben erstmal sich einen Trink geholt. Ja, jo. Das haben sie beim letzten Mal auch schon gemacht. Ja. Da war es ein anderes Tag-Team. Ich überlege gerade, wer da. Sammy Banes? War das Sammy Banes, die Tag-Team-Partnerin? Ich weiß gar nicht, war das bei der Ich weiß es 30? auch gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall gab es eine andere WWA, Bellatrix auf jeden Fall, ein anderes Bellatrix-Team. Also in dem Fall Rhea O'Reilly wieder mit dabei. Ich glaube, die Partnerin, ich glaube, es war Sammy Banes, ich weiß aber nicht ganz genau. Aber denkt irgendwer anderes auch noch irgendwie an die West Side Story, wenn er Maria Maria hört? Okay, Ich das glaube, könnte man auch denken. ich hab's übersetzt. Ja. Maria Maria, she reminds me of the West Side Story. Egal. Ja, Viper das übrigens Lied geht ja, in. aber ich habe Ja? jetzt gerade an. War das Serie oder Film West Side Story? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Film. Nee, Nee, das ist dessen ein sag ich ja. Ich Musical, hab's oder? Ah, übersetzt. Ja, okay. ne? Erinnert sich, denkt irgendwer anders bei Maria Maria noch an die West Side Story. Aber ich habe es inzwischen überprüft und es war nicht der World of Stardom Title, es war der Wonder of Stardom Title und dementsprechend natürlich nicht Io Shirai, sondern Kairi Hojo. Und das Match ist für den 24. Juli in Osaka festgesetzt. Dort dann Wonder of Stardom Championship Viper gegen Kairi Hojo. Sag ich doch Also mal, die Damen oh, yo! sind ja noch hammermäßiger als bei New Japan hier. Was denn? In Stardom, die Mädels. Das sind ja auch immer Ja. Hammernamen. Ja, Krass, muss man sich krass. wirklich ein. Also, das ist auch mein größtes Problem, weil wenn man in eine fremdsprachige Liga einsteigt, im ersten Moment
klingt alles gleich. Ja, man kann sie dann, wenn man ein paar Mal, das ist auch, ich bin jetzt gerade so auf dem Level, dass ich ungefähr langsam die auch die unterscheiden kann, aber ich habe noch meine Problemchen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist, ändert sich irgendwann wahrscheinlich, wenn man je häufiger mal guckt, dann ist es halt normal, dann erkennt man die auch alle, aber bei einer fremdländischen Liga, ist auch in Mexiko so, ist in Japan generell für mich so, wirken erstmal viele Namen einfach gleich. Und ich kann die auch die ersten Shows nicht zwangsläufig auseinanderhalten. Also nicht alle, sondern viele sind da einfach für mich so graue Masse und dann Stück für Stück für Stück trennt sich das dann alles wieder. Und da in der Phase bin ich gerade bei Stardom. Ne? Weil die Mexikaner. Vor allem, weil die auch so viele Gürtel haben. Das ist auch sehr schwer, dass die das alles auseinanderzuhalten. Weil die Mexikaner finde ich dann noch schlimmer. Mit den Masken, weil die auch Weil dann, die dann ja. gerne auch jede schon eine andere Maske ein bisschen aufhaben. Ja. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Das hab ich bei AAA bis heute hin, weil ich mich nie wirklich ins Produkt eingeguckt habe. Ich gucke immer nur einzelne Matches und auch mal ganze Shows. Also diese Big Events des Jahres gucke ich dann auch in Gänze. Aber das habe ich über die Jahre hinweg bei AAA nicht hinbekommen, dass ich die zwangsläufig auseinanderhalten kann. Ja, also die Stars kennt man einfach und der Rest ist in dem Fall wirklich graue Masse. Ist gar nicht böse gemeint, ist einfach nur, dass man sich nicht reingucken kann, weil man, ne, einfach too much. Ne? Gut, also Luscious, Latasha und Maria gewinnen am Ende. Weil es ein, ich finde, sehr skurriles Finish gibt und das vor allem deswegen, weil es gegen Viper ist. Gegen Rhea O'Reilly wäre es vielleicht noch ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen sinnvoller gewesen, weil Viper einfach diese breite Masse mit sich bringt. Und es kommt ein, also Latasha will unbedingt ins Match, kriegt aber auf den Deckel, wird in der Ecke irgendwie gewadersplashed und Maria macht einen Crossbody vom Top Rope gegen Viper. Natasha ist aber die legale Dame im Ring, fällt irgendwie genau durch diesen Vader Splash vorher von Viper eben genau auf die am Boden liegenden Viper und 1, 2, 3 und das Team Natasha und Maria gewinnen. Fand ich ein bisschen komisch. Muss ich Ja, ich habe gestehen. hier auch geschrieben. What? Für ein Ende. Ja, siehst du? ja, also hätte ich jetzt nicht erwartet, aber hat mir jetzt auch jetzt nicht den Zacken aus der Krone gehauen oder Nee, ist halt so wieder halt. genau das, Ist, was wir schon kennen, ne? ja. Natasha gewinnt irgendwie komisch. Also es ist alles immer nicht so, ist nicht überzeugend. Sie kriegt meist Zeit des Matches auf den Deckel und am Ende gewinnt sie einfach. Und inzwischen hat sie dann halt 8-0 Ja. oder 9-0 sogar schon. Aber für die Unterhaltung absolut 10 hier. Für das Match. Eine 10 unterhaltungsmäßig gesehen Match. Sehr gut. Dann wollen wir Haken hintermachen und das nächste? Wir haben es nämlich vorhin schon mal kurz angesprochen, zwei Schülerinnen von Lance Storm, nämlich Kellyanne und Chelsea Green. Über Kellyanne haben wir schon gesagt, im Match besprochen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Chelsea Green in dem Sinne haben wir auch schon besprochen, so ganz generell in unseren Sendungen. Ich habe auch häufiger schon über sie gesprochen als viel, über viele andere Damen, weil sie ja Contestant bei Tough Enough war. Und ich habe ja die letzte Tough Enough Staffel in Shorties zusammengefasst immer wieder. Und ja, Chelsea Green war bei Tough Enough, ist dann ja, Mary Reigns Independent Wrestling, hat den Namen geändert, heißt jetzt doch wieder Chelsea Green, wrestelt viel bei Stardom, wrestelt viel auch inzwischen in US-Independent-Szene und ist eben auch an diesem Wochenende mit nach Amerika gereist, obwohl sie eigentlich bei Stardom unterwegs war. Hat hier die Chance genutzt, entsprechend auch mal den US-Markt ein bisschen anzugreifen, was bei Shine und Shimmer sicher die beste Variante ist. Also Kellyanne gegen Chelsea Green, Jan. War ein ganz ansprechendes Match. Ich kannte beide vorher nicht. Das Einzige, was ich halt so von Kommentatoren auch so ein bisschen, dass sie halt noch eher, sag ich mal, zur jüngeren Generation gehören, die jetzt noch nicht so lange mit dabei sind. Aber das hat man beiden eigentlich nicht angemerkt. Also es war jetzt, sag ich mal, viel so Grundlagen-Wrestling mit bei. Aber das, die jetzt. Im Gegensatz, also das merke ich zum Beispiel manchmal auch bei Damen bei NXT, wo man halt merkt, dass sie noch sichtlich nervös, sag ich mal, auch sind. Oder bei manchen Sachen noch nicht so ganz sicher sind. Das hat man hier bei der gesamten Show bei keiner Dame, ist mir das aufgefallen. Obwohl da mit Sicherheit auch noch die ein oder andere noch nicht so lange im Ring steht. Die beiden, die anderen. Oh nee, wir haben ja noch einen haben wir noch, die nicht noch wirklich im Rookie-Jahr ist, die kommt Ja. noch. Aber ansonsten sind die alle schon. Ich guck mal einfach drüber. Nee, die sind alle schon ein ganzes Weilchen dabei. Also, du hast genau diese beiden hier und eine, die noch kommt. Die frisch sind. Okay. Wie gesagt, das war ein
voll. Und Maria weiß ich nicht. Das muss man Ja. dazu sagen, Also weil man weiß nicht. Maria gibt es überhaupt nichts, was ich Nee, du weißt halt nicht, wer drunter ist. ja Ne? Das, gefunden wenn habe. sie Ja. irgendwann mal herausstellt, das ist eigentlich, dann sagst du, ne? Aber vielleicht ist sie auch neu. Das wissen wir aber noch nicht, weil wir nicht wissen, wer der Aber Maske gut, ist. von ihr hat man so wenig gesehen, da hätte ich das jetzt nicht beurteilen können. Aber ja, das. Ich muss jetzt sagen, so was richtig aus dem Match jetzt so in Erinnerung geblieben ist mir nicht so viel. Bei den beiden war halt Dann. komplett solide Ja. für das, was es sein sollte. Ich hab noch einen Kommentar von Diva Bates mir aufgeschrieben, gleich zum Einstieg. She looks like Barbie, is Ja. that on purpose? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also das habe ich auch mitgekriegt. Und was mir aufgefallen ist bei Chelsea Green, ich weiß nicht warum, sie hat mich immer zu an Summer Rae erinnert. Nur halt, also so vom Gesicht her auch. Aber naja, vom Innenring wäre es besser, war es Gott sei Dank nicht so schlimm. Ja, Summer Rae ist nicht schlecht, ne? Ja, Aber aber. ist halt WWE Wrestling, muss man auch sagen. Da werden sie alle runtergeschraubt und dürfen nicht so ganz, ne? Wenn eine Summer Rae Independent Wrestling würde, würde sie auch auf einem anderen Level sein, glaube ich. Ist auch normal. So soll es ja auch sein. Nicole, was hast du zu Kellyanne gegen Chelsea Green? Was mich gestört hat, aber das war jetzt nicht das Match an sich, sondern der Anfang von dem Match, und das hat sich auch ein bisschen gezogen in dem Pay-Per-View, war immer, dass die Mädels immer alle reinkommen und dann immer bla bla und dann stehen sie sich gegenüber, die Fans schreien, die blubbern rum. Also es wird immer ziemlich viel am Anfang rumgelabert, bevor ein Match anfängt. Das muss ich mal sagen, das finde ich schon ein bisschen langweilig, wenn ein Match dann immer mit bla bla anfängt. Also man kann sich da auch mal was anderes ausdenken irgendwie. Bei den beiden passt es aber, weil sie sich eben gut kennen. Klar, aber wie gesagt, das war halt davor auch schon beim ersten Match, ne, mit Iverlys und also so fingen die meisten Matches halt bei dem Pay-Per-View an. Also es war jetzt nur so eine kleine Kritik. Das fand ich, hat mich ein bisschen gestört. Kellyanne wundert mich. Ich kann manchmal mit ihr irgendwie nicht so viel anfangen. Also immer, wenn ich sie sehe, denke ich immer, oh, bringt eigentlich so gar nichts rüber. Und dann ist sie, matchmäßig ist sie natürlich super gut. Also kann man nichts sagen. Aber ihr Charakter, weiß ich nicht, komme ich manchmal nicht so hinterher. Chelsea Ja, Green. bei der 30 haben wir über sie gesprochen, ne? Da war das der Four-Way? Ja, Das. ne? Wo wir. Shaza hat auch den. Das war gleich der Opener. Mit Liberty, irgendwas von California war mit drin, ich glaube Jameson. Und Shaza hat das Match gewonnen. Da haben wir doch auch über Kelly geredet. Und da haben wir noch gesagt, so vom Gefühl her hat die das Match gewonnen, mit der das Publikum und wir wahrscheinlich genau an diesem einen Tag am wenigsten anfangen konnten. Da kann ich irgendwie so an sowas daran kann ich mich erinnern, dass wir bei 30 drüber gesprochen haben. Ja, sie ist also, wie gesagt, also man kann das, was sie im Ring macht, nicht, kann man ihr nichts ankreiden. Das Match war auch, fand ich auch in Ordnung. Es war auch von der Zeit her wirklich gut. Wer mich ein bisschen überrascht hat, war jetzt schon Chelsea Green gewesen, die, glaube ich, die noch lange nicht so dabei ist. Also die ist ja, glaube ich, seit 2014 oder so. 2, 3 Jahre, oder? Weiß ich gar nicht, aber Also ich sie weiß, ist noch dass sie relativ frisch. vor Tough Enough hat sie auch schon gewrestelt, das weiß Das ist ich. doch die Männerin, also oder die eine Tussi gespielt hat mit Daniel Bryan. Ja, genau. Ja, okay. Dann, ja, muss ich sagen, hat sie sich in dem Match die Liger-Bomb, also das Selling ist schon ganz gut. Und dieser Topi nach draußen, den habe ich mir hier noch, Sah gut aus, der ja. sah sehr gut aus. Also, aber das in der Ringecke, was sollte das sein? Also der Move. Ein TKO aufs Top Rope. Ja, aber da hatte ich schon ein bisschen Angst, weil die da ziemlich Hm, sah rumgewackelt haben. Da heftig aus, ja. habe ich Aber gedacht, am Ende war es safe. Also so wie sie gelandet ist, ja, alles gut. nee, das war schon in Ordnung. Aber die Seile sahen halt auch ein bisschen wackelig aus. Da habe ich gedacht, Das stimmt, ja. hey, okay, Mädels, macht das ja gut. Also wie gesagt, es war recht kurz gehaltenes Match, aber mit einigen guten Aktionen. Und kamen noch ein paar Please Don't Die von der Kommentatorin da wieder mal durch bei dem Move. Das dann am Ende,
Ja, und Kelly war dann, Klein war dann halt der Winner. Habe ich auch erst wieder so. Aber okay. Also Das ich passt, habe, ne? ja, es hat gepasst, aber also ich hätte auch nichts gegen Chelsea Green gehabt, weil beide ihr Match wirklich super gut durchgebracht haben. Also, wie gesagt, Zeit, Match, alle beide. Super. Also kann man nichts Ich sagen. mag ja den Backpack-Stunner. Deswegen, für mich, hast du schon gewonnen, wenn du einen Backpack-Stunner als Finisher hast. Also, das ist eine meiner Lieblingsaktionen. Wenn die nämlich richtig schön, wenn die schon aus der Ecke noch rauslaufen und so richtig schön, BAMS, Knirr, Knatsch, Putsch, Ja. Kiefer kaputt und Knack und Den führt sie einfach eine auch ganz immer sehr Konstellation. sauber aus und der sieht auch echt immer sehr impactmäßig. Also, ich finde, den bringt sie echt gut durch, so. Ja, gut, die Aktion hat Impact in sich schon, weil die halt einfach heftig aussieht, ne? Weil es ja eine doppelte Arschbombe ist eigentlich und das knattert einfach dann auf dem Boden und das rumst. Dazu halt, wenn es schick aussieht, dann ist das eine schöne Aktion, ne? Und sie macht das halt auch gut und dann passt das auch. Und ja, unglücklich war ein bisschen das Publikum bei dem TKO aufs Top Rope What Was That gechantet haben, weil sie gar nicht wahrscheinlich aus allen Kamerawinkeln erkennen oder aus allen Sichtwinkeln erkennen könnten, was das für eine Aktion war. Wir hatten den besten Blick durch die Kamera, weil es eben, es war ein, ja, schwierig im Aufbau, hat zu lange gedauert auf dem Top Rope da, was sie gemacht haben. Aber die Aktion, als sie dann durchgeführt war, TKO aufs Top Rope, sah dann eben gut aus, hat auch alles geklappt. Dran arbeiten, dass er schneller geht, das ist wichtig. Ja? Denn wenn die Kommentatoren selber schon sagen müssen, was macht sie da, dann ist schon zu viel Zeit vergangen. Ja? Aber gut, das wäre so der Nachteil oder das am ehesten. Wer übrigens gerade fragt, was hat Chelsea Green mit Daniel Bryan zu tun, was hat Nicole da gesagt? Er hat, das war das Segment damals mit. Stephanie. Das war bei Raw sogar. Nee, mit Stephanie, wo nämlich Stephanie gesagt hat, dass Daniel Bryan eine Affäre hätte. Genau. Und zwar mit ihr, also mit Chelsea Green. Und das wurde übrigens auch bei Tough Enough nochmal aufgeklärt. Und da hat sich Chelsea Green bei Daniel Bryan entschuldigt, in so einem kleinen Vorstellungsdings, weil Chelsea Green ist ja, als eine der Teilnehmerinnen raus ist bei Tough Enough, ist Chelsea Green rein. Freiwillig gegangen, eine, und Chelsea Green durfte als Nachrücker mit rein. Und das erste, was Daniel Bryan gesagt hat, I don't like her. I know that face. Die ist mir nicht, die mag ich nicht. Die hat irgendwas gemacht schon. Und dann hat Chelsea Green sich ganz klein gemacht. Ich entschuldige mich bei dir, Daniel Bryan. Ich hatte keine Affäre mit dir. Stephanie hat mich dazu gezwungen, das zu sagen. Das fand ich so total niedlich, so wie sie auch so von der Körpersprache und so. Ja, ansonsten hat das in der WWE halt nicht für sie geklappt. Und bei TNA ist sie inzwischen, muss man halt auch sagen. Ist halt eine von drei Wrestlerinnen auf der Card hier bei Shine 35, die inzwischen mehr oder weniger unter Vertrag stehen bei TNA. Und ja, mal schauen, wo es hingeht mit der Karriere, ne? Aber sie macht's gut, muss man schon sagen. Ist auf jeden Fall Also, Entwicklung zu erkennen, ne? Ja, ich meine, dadurch, dass sie eben so World Traveled inzwischen ist, sie nutzt eben die Australien-Touren, sie Tourneen, sie nutzt die Europa-Tourneen, sie nutzt die Japan-Tourneen und man erkennt eben, dass sie wirklich sich weiterentwickelt und vor allem mit welchen Leuten sie inzwischen auch dort im Ring steht, ja. Ich meine, eine der Trainerinnen inzwischen ist Shanna und wer mich kennt, weiß, was ich von Shanna halte und für Chelsea Green ist es garantiert nicht schlecht, Shanna als Trainerin zu haben, ja. Inzwischen ist das ein Dreier- oder Vierer-Gespann. Und zwar sind das Viper, Toni Storm, Shanna und Chelsea Green. no, passt doch. Das ist eine Kombination, wo du sagst, ja, okay, das ist die nächste Generation Damenwrestling, die wir irgendwann bei der WWE sehen werden. Ob jetzt alle davon, weiß ich nicht, aber ne? Das ist einfach so eine aktuelle Generation Damenwrestling und das bildet sich so ein Grüppchen, weil die häufig nach Japan rüberfliegen und die haben sich dann eben gefunden. Ja? Trainieren zusammen und alles sowas und warum denn auch nicht? Ja? Wir profitieren davon, je mehr Chemie die untereinander entwickeln, desto eher entwickeln sich auch für uns gute Matches, die wir dann sehen werden in den Shows, egal welcher Liga dann. Ne? Ansonsten habe ich auch nichts zu ergänzen, war ein sehr solides Match, so wie Jan sagt, sehr viel Basic Maneuvers. Aufgrund dessen, dass die beiden sich halt durch Trainings bei Landstorm gut kennen, haben sie auch Vorteil, dass sie ihre Aktionen gut verkaufen, auch den Willen haben, den anderen jeweils overzukriegen und genau das hat das Match gebracht. Nichts Besonderes, aber eben auch nichts Schlechtes. Grundsolide und genau an der Position, wo es war, nämlich an dritter Stelle des Matches, der Card, alles gut. Und dann ist auch gut. Aufgabe erfüllt. Ja? Nächstes Match ist dann das Shine Tag Team Title Match zwischen den Champions bei der 31 geworden, nämlich Jamie Jameson und Mardy Bell, BTY, gegen Ivy und Shaza McKenzie, Team Squad Goals oder so? Ich glaube Squad Goals. Hieß Hashtag Squad Goals. Ivy, eine meiner absoluten Lieblingswrestlerinnen, haben wir auch schon hier drüber gesprochen. Nicole, du hast anfangen. Wo sind wir jetzt? Hey, Nicole hat Tag nämlich mal kurz Team das Title Match. Fenster zugemacht. Hier hat sie mich gepisst wie Sau. Oder es pisst immer noch wie Sau.
Ja, da würde ich mal sagen, nicht, es war nicht schlecht, das Match, aber ich empfand das ein bisschen zu lang. Also am gewissen Zeitpunkt fand ich es etwas zäh, muss ich sagen. Aber ich fand den Schluss recht gut. Und Ivi und Shaza sind für mich also natürlich das Team. Ja, ich kann halt wirklich nicht viel mit Marty Bell anfangen. Ist halt so. Und da waren auch wieder einige Sachen drunter, wo ich sage, meine Fresse, echt. Kann doch nicht wahr sein. Also es sieht halt immer komisch aus, manche Sachen, die sie so macht. Aber es ist gewollt, ne? Es ist on purpose. Ja, Also. aber da auf der Ringecke wollte sie erst ein Splash machen. Da denke ich, zum Splash schickt es jetzt auch nicht so. Wenn sie jetzt runterspringt, dann springt sie so runter und kniet sich nieder und macht dann ein Splash. Okay. Wie gesagt, aber ich habe keine Ahnung, was das ist, auch bei TNA oder so. Das Match war, wie gesagt, ganz am Ende fand ich es halt, wo es dann auch endlich mal abging, weil es sind mir halt auch zu viele Tritte und Schläge halt mit Ja, es dabei, ist was eben auch das. der, es ist der Stil, ne? Also Ja. den macht hier Ivy den Stil, weil sie die erfahrenste in der Runde ist. Und obwohl, nee, Jamie, nein. die müsste schon so ungefähr auf demselben Level ungefähr, ne? Also, ich hab das auch so mit den Notierten. Na klar, ist mir das auch klar, aber das Heel-Verhalten an sich läuft schon sehr gut, was Marty Bell und Jameson da so machen. Auch das Outfit passt gut zusammen. Also, so wie sie sich präsentieren, ist das schon eigentlich ganz in Ordnung. Mir gibt das Team aber so im Ring halt von der Action und Jameson fand ich imposanter, als sie eigentlich alleine war. Also ich finde, dass sie mit Marty Bell hat man ihr viel genommen. So von. Ja, aber sie konnte nicht alleine, ne? Weil Andrea halt irgendwie in den Sternen steht. Ist nur die Frage immer, wo es hingeht mit Andrea. Ist sie nur inzwischen schon bei NXT oder nicht? Gibt keine richtigen News dazu. Ja, Ja. gut. Man kann es erstmal so durchziehen, wie gesagt, aber es ist halt nicht ein Team, was mich halt mitreißt. Wie gesagt, das Match, es waren ein paar gute Aktionen dabei, aber zum Ende hin, ich fand, die Mitte hat sich sehr, sehr gezogen, weil halt immer das Gleiche rauskam bei Jameson. Ich drücke irgendjemanden jetzt Ivy oder so in die Ecke und hau da ja ein bisschen auf der Brust rum. Dann wechsle ich und dann kommt Marty Bell und macht das Gleiche. Und also die Aktionen sind sehr wiederholend und das man muss sich da auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, auch was anderes, andere Moves. Man macht auch wenig so Tag-Team-Action zusammen, so Moves. Also man macht alles einzeln. Alle beide gehen immer, wechseln sich auch einzeln ab. Also so, ja, gefällt mir halt Ich nicht. glaube, das soll noch so, weil es ja auch ein Heel-Team ist. Ja, gut, aber die Heel-Teams so, die man auch kennt, machen auch viele, auch mal ein Ja. paar Moves zusammen und die haben eigentlich nichts irgendwie, was so Nee, ist richtig, aber zusammen gehört. ich glaube, dass das Problem, warum das hier so auffällt, dass das dann vielleicht nicht so richtig eingespielt ist, ist, dass draußen einfach SoCal Val fehlt. Und jetzt stelle dir vor, Val würde zwischendurch den Ref ablenken, dann brauchst du diese Tag-Team-Moves in dem Sinne nicht. Dann ist das Team ja durch die Ablenkung von Val oder Andrea draußen, hast du dann zwei Einzelwrestlerinnen, die halt ein Tag-Team sind. Dann würde es viel besser funktionieren. Dadurch, dass du draußen keine Ablenkung hast, funktioniert das Tag-Team im Ring ein bisschen weniger gut, weil draußen etwas fehlt. Also wie gesagt, ich muss sagen, also für mich war das ein bisschen so, das Match so zum, okay, ich beschäftige mich schon kurz mal mit was anderem. Also, oder war halt auch mal ein bisschen abgelenkt und habe auch mal so aufs Handy geguckt oder so. Voll böse. Ich sag nicht Pinkelpause, ja, und ich war auch nicht auf dem Klo und so. Weil Also hast du Pokémon Go gespielt auf nee, dem noch Handy? nicht. Also ich habe keine Lust mehr, diese illegalen Verseuchten. Ich mache das dann, wenn es offiziell Ist ist. nicht verseucht, ist bei Chip zu kriegen. Ja, aber ich Aber trotzdem aufpassen. Alle, die Pokémon Go spielen, Pokémon Go ist ein absoluter Fischer. hab Also erst mal geguckt. Datengläsern und bla und passt da ein bisschen Glaube, auf. mein S, das ist, glaube ich, zu klein. Ich muss erst mal gucken, ob es drauf passt. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ein Match. In meiner Badewanne saß übrigens ein Pokémon. Ich habe auch leider vergessen, was für eins es war. Ein Wasser-Pokémon mit Sicherheit.
Nee, das war nicht drin. Also, in meiner Badewanne saß es. Es war kein Enton, das wäre witzig gewesen. Aber nee, eins von diesen Erstleveling. Ich hab das Scooter genannt. Also irgendein Feuer-Pokémon. Weil ich dann an Fire, Staffia. hey, gedacht habe. Deswegen hab ich das Pokémon Scooter genannt. Das saß in meiner Badewanne, hat mich angegrinst. Ja. Ich werde mal gucken, ob es dann auch Sandy kriegt, dann bei meinem Kleinen. Aber gut, wie gesagt, das Match war in Ordnung. Ein bisschen zu lang, ein bisschen zu zäh für mich. Und finde, Eevee hat sich schwer gemacht. Oder schwer gemacht? Naja, gut, ich habe nicht so viel von ihr gesehen, aber ich, das war so mithin das Beste, was sie abgeliefert hat. Und Mackenzie habe ich auch schon öfters gesehen. War auch wieder super in Ordnung. Gut, dann Jan, was sagst du zum Tekken Title Match? Eigentlich auch nicht mehr viel zu ergänzen. Ich habe während Nicole geredet hat, mal ein bisschen nachgeguckt, weil Ivy kannte ich halt nur von NXT bis jetzt. Und ich habe gedacht, sie ist da öfters aufgetreten, aber Einmal, ne? nach dem, was ich jetzt gefunden habe, wirklich nur einmal. Wenn mich wer gefragt hätte, hätte ich gesagt, die hätte mindestens zwei, drei Auftritte. Aber. Beim letzten Mal, als die ganzen Damen da waren, also so wie jetzt gerade diese Phase, in der wir uns befinden, da gab es und die Tryouts für Kaylee Ray, für Evie, für Crazy Mary Dobson und so, die Damen waren alle bei, Ach, ne? das war doch, glaube ich, gegen Nia Jax, oder? Ja, das war sogar das Debüt von Nia Jax. Oh, ja, Und stimmt. das war im Oktober letzten Jahres und trotzdem ist mir Ja, Evie siehste, dann. so positiv in Erinnerung geblieben, Cool. dass ich mich gefreut habe, sie hier wiederzusehen. Siehste. Und ja, Match war okay. Ich muss sagen, ich mag Marty Bell auch nicht besonders. Die ich ja nur allerdings auch vor allem von TNA kenne, wo man sagen muss, die Backstage-Segmente waren immer ganz schön. Mit, Mit dem Dollhaus. genau. Aber ja, Mai. War sehr viel TNA zu sehen. Ja. So diese Girl Talks auf den Betten, ne, wo sie Ja, ja, ihre. ja, 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 Das ja. waren schon sehr ansprechende Ja, ja, Segmente. ja, ja, Ja. ja. Sehr geil. Vor allem Marty die Bell ist Klamotten gerade. waren bestimmt sehr gut, ne? Ja, war immer. War alles gut. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was die gesagt haben, aber ich habe Bilder vor Augen. Ja, Bilder reichen. Aber Marty Bell übrigens gerade im aktuellen TNA-Produkt, um mal nochmal ein klein bisschen die ernstere Schiene zu fahren, hat gerade ihre Mini-Fehde gegen Jade, also Mia Yim, beendet. Und da gab es in der letzten Impact-Ausgabe am letzten Dienstag ein Streetfight oder sowas in der Art. Und das hat Mia Yim, Schrägstrich Jade, für sich entschieden und es wurde am Kommentatorenpult so kommuniziert, dass das Ende der Fehde zwischen diesen beiden wäre. Also doch sehr kurz gehalten zwischen Miriam und Marty Bell. Mal sehen, wo es jetzt hingeht. Aber Marty Bell schadet das natürlich sehr, nicht jemanden an ihrer Seite zu haben, weil sie ist Entertainment und der andere, oder ihre Partnerin, ist Wrestling. Ja, deswegen ist es eine gute Kombination. Bei TNA kann ich mir vorstellen, kann es da schon für Marty Bell gewesen sein. Weil sie jetzt die Partnerin Mia Yim nicht mehr hatten, dadurch die Kompensation nicht da ist. Mia Yim ist vielleicht nicht unbedingt Entertainment, Marty Bell hingegen schon. Das heißt, die haben sich wunderbar ergänzt. Dadurch, dass sie getrennt wurden, haben sie beiden irgendwie geschadet. Zumindest für den Moment. Ne? Abwarten, Tee trinken. Ja, Jan, hast du noch was? Nö, von mir aus können Nö. wir weitermachen. Dann, was habe ich denn noch auf meinem Zettelchen hier zu stehen? Genau, das Entrance, die Entrance-Theme von BTY, Better Than You, finde ich super gut. Das hat so richtig was, das passt zu dieser Gruppierung. Also, es ist ja eigentlich nur ein Tag-Team. Es ist ja inzwischen die Frage, heißen sie inzwischen wieder Valifornia? Heißen sie wieder Valkyrie? Heißen sie jetzt Better Than You? Ist jetzt Better Than You der Gruppierungsname? Ist Better You der Tag-Team-Name? Ist Valkyrie oder Valifornia der Stable-Name? Oder? Da ist relativ schwierig, weil nämlich von Show zu Show bei Shine sich der Name auch wieder ändert. Nämlich, ob es dann mal Valifornia oder mal Valkyrie ist, obwohl es ja eigentlich eine offizielle Änderung gab, weil ja Valkyrie das übernommen hat. Also, es ist ganz skurril. Aber offensichtlich ist Better Than You der Tag-Team-Name von Jameson und Marty Bell und alles andere ist trotzdem Teil der Gruppierung Valifornia oder je nachdem, ob es jetzt Valkyrie ist.
Wir haben ja nachher auch noch ein weiteres Valkyrie-Mitglied, was ja im nächsten Match dann gleich steht. Ansonsten, ja, Shazza für mich eher so die, die sich dann so langsam aber sicher durchkämpft, ja. Anfangs fand ich sie nicht so überzeugend. Sie hat sehr viele grünschnäbelige Fehler gemacht. Das wirkte immer ein bisschen komisch und so seit einem Jahr oder so. Also bei Shine 30 haben wir auch noch gesagt, Mensch, eigentlich ist ja gar nicht so schlecht. Aber genau in diesem Match, dass sie das nur gewinnen muss, war nicht richtig. Da bleibe ich auch bei. Aber man erkennt eben auch schon von der 30 zu 35 eine klare Entwicklung im Shazza McKenzie-Charakter. Also in der Aktion, in der Selbstsicherheit und alles sowas. Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und hat ja auch schon bei NXT gewrestelt, ist ja auch an diesem, müsste auch in dem letzten Oktober gewesen sein. All diese Damen wurden dort ja eingesetzt, weil da dasselbe war, was wir jetzt, über das wir gerade eben im US Independent Damen Wrestling, dann dieses Supershow-Prinzip, dass dort viele Europäerinnen, Japanerinnen und ja, Ozeanierinnen in dem Fall, weil das ja sich durchsetzt, offensichtlich, dass da das Damenwrestling ganz gut unterstützt wird in Australien, Neuseeland. Und all die werden dann immer geholt. Und das nächste Mal ist es dann in 2016, nämlich im November. Und über die Shows werden wir dann ganz sicher auch wieder reden. Vielleicht müssen wir dann mal wieder auf Shimmer gucken. Vielleicht machen wir auch dieses hier von 81 bis 85 auch noch irgendwie was. Ja, sind ja auch eine ganze Menge gute Matches dabei gewesen. Auch dort übrigens Viper mit dabei. Ja, also wer mehr von Viper auf US-Boden sehen möchte, sollte sich auch die Shimmer-Events angucken. Dort dann sogar so weit, dass sie sich dort auch in die Herzen der Fans gekämpft hat. Und dann, obwohl es nicht zwangsläufig geplant war ursprünglich, hat sie dann sich während dieses Wochenendes ein Titelmatch verdient. Ja, also der Aufstieg der Viper, die wir ja hier im Podcast auch schon besprochen haben, inzwischen dem vierten Podcast, glaube ich, mit dem wir über Viper reden, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung und ich freue mich sehr für sie. Also, unheimlich sympathische junge Dame und ja, sie hat etwas, was andere nicht haben und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, die WWE braucht wieder sowas in die Richtung. Ich meine, klar, wir haben Nia Jax, aber wer sagt nicht, dass Viper, die ja auch noch, was ist die, 23, 24 oder so, die ist nicht alt. Ich weiß das irgendwie, aber ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich guck mal ganz kurz, ich cheate mal. Hoffentlich macht Cage Match jetzt nicht hier beim Cruiserweight Classic Turnier ist auch Cage Match down gewesen. Und gerade wo ich das ausspreche, doch, da ist es. Steht keine Zahl bei. Schade, ist nicht gelistet. Na gut, aber so vom Gefühl her ist die auch bloß 23 bis 25. Ja, also da ist noch eine ganze Menge Karriere davor. Gut, ansonsten Ivy haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Super Wrestlerin, ich mag diesen Stil, diese Kicks und alles sowas. Und auch dort würde ich mich eigentlich freuen, wenn das irgendwie zur WWE geht, damit ich mehr von der sehen kann, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja? Weil sie eben größtenteils dann eben in Ligen antritt, die man nicht verfolgen kann. Also Ja. 25, also laut Knick 25. Knickbuch. Naja, siehst du, dann war ich ja irgendwie richtig. Ja. Gut, ja, ansonsten, das Entrance-Theme von BTY finde ich super, habe ich heute auch auf Facebook gepostet. Das ist ein Wrestling-Entrance-Theme. Ja, das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, better than you, better than you. Ja, egal, aber also super gut, ja. Nächstes Match, Kampf der Generation und Wrestling-Geschichte in einem, nämlich Rachel Ellering gegen Tessa Blanchard. Und wer bei diesen Nachnamen nicht sofort Freudentränen und Pipi in den Augen kriegt, dem ist Wrestling historisch nicht zu helfen. Paul Ellering gegen Tully Blanchard. Jan, was hast du? Schon bei der Einzugsmusik, ich wusste ja vorher nicht, welche Matches es gibt. Ich habe mich da nicht informiert, bin einfach ins kalte Wasser gesprungen sozusagen. Und bei Tessas Einzugsmusik habe ich schon gedacht, hey, jetzt kommt Tessa Blanchard. Und ich hatte, bei mir wurde nicht nur das Auge feucht sozusagen, weil ich mich bei ihr immer freue, sie zu sehen. Jetzt habe ich vorhin mal geguckt und habe festgestellt, sie ist erst 20 und habe gedacht, Alter. Das, ich fühle mich schon wieder so alt. Grüße an Ricochet an dieser Stelle. Lucky Bastard. Entschuldigung. Und ich habe ja jetzt, ich bin mir gar nicht sicher, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe, also NXT ist klar, da hat man sie gesehen, aber auch schon vorher habe ich sie irgendwo gesehen. Bei AEW weiß ich auch, dass ich sie mal gesehen habe. Aber halt auch teilweise, wenn ich jetzt gucke, sie ist seit 2 Jahren aktiv, dann habe ich wirklich so auch teilweise Anfangszeitzeugs gesehen, wo man halt noch gesehen hat, dass es Anfangszeitzeug ist. Und wirklich so gefühlt von Mal zu Mal merkt man bei ihr sozusagen, dass da Sicherheit reinkommt. Und Absolut. dieses Selbstverständnis, sag ich mal, bei Aktionen, was man halt bei unerfahrenen Damen und Herren immer noch nicht so hat.
Ja, und alleine die Musik halt, wenn sie reinkommt, die Horseman-Musik, da grinst es mir über alle vier Backen sozusagen. Das ist halt so ein Remix, ne? Also für Ja, sie dann auch. klar. Und bei Rachel Ellering, die Musik war sogar meine Lieblingseinzugsmusik an dem Abend. Ich kannte das Lied, kann es nur nicht zuordnen. Ich habe auch Das. versucht zu googeln, aber ich habe es nicht gefunden. Ich kann dir gleich sagen, von wem es zumindest ist. Warte mal. We are 138. Kommt von derselben Band. Ich komme aber gerade nicht. Ich habe 128. Wieso gebe ich denn 128 ein? We are 138. Die Misfits müssten das gewesen sein. Okay, dann kann es sogar sein, dass ich das daher kenne. Aber das war nicht We are 138. Ja, das war, ich wollte jetzt nur den Namen der Band rausfinden, die das Entrance-Team gemacht haben. Das weiß ich dadurch, weil Lever Bates am Kommentatorenpult nach dem Sieg nämlich gesagt hat, We are 138, let me rock to that music. Oder so. Und dementsprechend gehe ich davon aus, weil We are 138, Entrance-Team von OY4K, Ohio is for Killers, dadurch eins meiner absoluten Lieblingseinzugsmusiken im Wrestling angeht, We are 138. Ja, super gut für Wrestling auch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch dieses Theme, weil Lever Bates diese Assoziation gezogen hat, auch von den Misfits ist. Gut. Ansonsten, das ist nur meine Synapse in meinem Kopf, ne? Ob das stimmt, keine Ahnung. Zwei hübsche Nachwuchsdamen, beide mit klasse Einzugsmusiken. Was kann da noch schief gehen? Nicht Der WWE viel. Vertrag naht für beide. Der WWE Vertrag naht für beide. Also bei Tessa ist es nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich anguckt, wie oft sie auch eingesetzt wurde in letzter Zeit. Beziehungsweise, ich sag mal, im letzten Jahr jetzt bei NXT. Ist ja auch schon von den Gästen, sage ich mal, eine der ganz regelmäßigen. Und Rachel Ellering, wo ich jetzt mal annehme, dass das die Dame ist, die du meintest, mit noch relativ frisch. Ich bin im 7. Monat Pro. Ja, also der Kommentar hat es auch angesprochen, dass sie noch relativ frisch mit bei ist. Acht Matches. Es war, glaube ich, das Aber acht, es war das achte Match, glaube ich, jetzt. oh, krass. und es ist nicht wirklich aufgefallen, fand ich zumindestens. Und vor allem, wenn ich dann halt überlege, dass ihre Gegnerin Tessa Blanchard auch noch nicht so lange dabei ist und so viel Erfahrung hat. Wo man jetzt auch nicht sagen kann, naja, das liegt nur an Tessa Blanchard, weil sie halt da gut durchgebracht hat durch das Match, bringt mir das halt noch mehr Respekt ab. Hat sie aber irgendwie zu gewissen Teilen des Ja, klar. Matches. Das ist halt auch sehr überraschend oder auch beeindruckend in dem Fall. Dass wir, wenn ich weiß sie genau, wir haben auch schon, Tessa Blanchard haben auch schon gesagt, auch Mädchen, komm, das war jetzt nichts. Haben wir auch hier in dem Ja, Podcast schon gemacht, ne? definitiv. Aber auf diesem Level, was sie hier inzwischen hat, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen jetzt, bei Queens of Combat, als wir das Turnier besprochen haben, haben wir auch gesagt, Mensch, Tesha, ja, so heißt die. Tessa, du hast aber wahnsinnige Entwicklungen drin. Und wenn jetzt eine Tessa Blanchard, die in ihrem 3. Jahr Pro ist, ja, jetzt inzwischen eine in ihrem 1. Jahr Pro, also ganz klarer Rookie, weil du erst ja, ne, also wirklich innerhalb des 1. Jahres aktiv bist du ja ganz klar Rookie, und beide ringen sich hier ein potenzielles Match des Abends ab, da nur Geschmäcker unterscheiden, warum jetzt das eine oder das andere. Absolut beeindruckend. Muss man ganz klar so sagen. Also, das hätte ich vor einem Jahr nicht erwartet, dass ich das von Tessa Blanchard sagen werde. Und vor allem dann nicht, wenn die Gegnerin in ihrem 1. Jahr sich befindet. Ja? Also, wirklich Hut ab vor beiden. Ich fand es zwar ein bisschen komisch, dass sie beide ihr Shirt nicht ausgezogen haben. Hey, ja, das fand ich auch ich fand schade. das gut. Da hat mir was gefehlt. Ja, aber Nein, ich Tessa fand hatte den eh immer Look dasselbe gut. Oberteil an, von daher. Ja. Ja, sie wollten Merch verkaufen. Ja. Ganz klar. Ja? Hatten ja beide ihre eigenen Shirts an. Aber das Ja. machen sie öfters mal. Also Blanchard macht das Naja. öfters mal, ja. Wobei. Ja, aber eigentlich nur in Matches, wo die Härtegangart gegangen wird. Und das war hier nicht so der Fall. Also ja, schon so ein bisschen, aber, ne? Ja, aber das ist halt mal ein anderer Look gegenüber den anderen. Ne? Das hatte ich mir notiert gehabt. Also es ist mal was anderes. Ja. Für das Männliche natürlich nicht so gut. Und jetzt kommt das Argument, was ich schon bei einem WWE-Podcast gebracht habe. Nämlich, dass Paul Ellering jetzt bei NXT ist, kommt nicht ohne Grund. Ja? Er weiß ja genau, dass sein Töchterchen inzwischen aktiv ist. Dass er nicht dort automatisch den Fuß in die Tür auch für sie stellt, muss auch jedem klar sein.
Wenn Paul Ellering wieder unter WWE-Vertrag steht, in dem Fall NXT, genau das ist der Weg, den Rachel Ellering gehen wird, nämlich erst zu NXT, dann ist das nicht weit weg, dass Rachel Ellering bei NXT landet, wenn Papa Paul schon da ist. Ja. Und muss jedem bewusst sein. Ne? Und dass Tully und die WWE immer in Verbindung stehen und Tessa schon mehrere Auftritte bei NXT hat und vor allem bei diesem Auftritt Stück für Stück mehr überzeugt hat und vor allem wohl auch Backstage sehr gut ankommt aufgrund ihrer Art. Und es heißt nur verhindert, dass sie bisher abgelehnt hat zu unterschreiben, weil ihr Lebensabschnittsgefährte aktuell nicht kommen kann. Dann ist auch bei beiden nur die Frage, okay, wann denn? Also sowohl für Rachel Ellering als auch für Tessa Blanchard. Ist nur die Frage, wann. Nicht das ob überhaupt, sondern nur das wann. Ne? Einfach auch aufgrund des Nachnamens. Es ist einfach so. Die landen bei der WWE. Früher oder später. Und so wie das Match hier bei der Shine 35 war, völlig zu Recht. Da sind anständige und schöne Matches für NXT zu erwarten. Und wenn du dann noch das Training von NXT mit draufpackst, auf das, was sie jetzt bisher schon drauf haben, ne? Bei Tessa finde ich halt beeindruckend, dass sie erst immer so unsicher wirkte in allem, was sie tut. Sowohl Arbeit im Ring als auch Arbeit mit dem Publikum. Und inzwischen ihr das ein relativ leichtes ist. Sowohl als Face als auch als Heel. Das finde ich sehr beeindruckend. In dieser kurzen Phase, wo ich das vielleicht vor einem Jahr noch gesagt habe, dass das nichts war. Und inzwischen sage ich, ja, Mensch, passt. Ist noch nicht perfekt, kann auch nicht, ne? Aber ganz anderes Level, als wir das schon besprochen haben bei ihr. Ja. So klare Entwicklung zu erkennen. Gerade Tessa, die kann auch, sie hat auch so eine gewisse Grundausstrahlung vom, wie es auch Alexa Bliss hat, so dieses, in den USA wäre sie so die, oh Gott, wie heißt das, Cheerleader-Kapitänin, so mit so eine gewisse Grundarroganz, die aber im Zweifel trotzdem alle gut finden, warum auch immer, so ungefähr. Ich glaube, das Gimmick heißt Bitchy Boss. Oder das. Das. Also ich glaube, das ist der offizielle Name dafür. Also es gibt ja für jedes Gimmick gibt es ja einen Namen, der irgendwann mal kreiert wurde. Und ich glaube, was du meinst, heißt beim Wrestling Bitchy Boss. Also Alexa Bliss. Ja. Sie ist nicht der Boss von irgendwem, aber das Gimmick heißt Bitchy Boss. Ja, Das wäre dasselbe, das ne? beschreibt es auch ziemlich gut. Und auch einige Gesichtsausdrücke auch hier bei dem Match haben mich halt unweigerlich an Alexa Bliss erinnert, weil das wirklich so 1:1, also die beiden, könnte man in manchen Sachen wirklich so fast 1:1 tauschen. Aber Shazza hätte ich doch an Alexa Bliss erinnern müssen. Bitte wer? Mit ihrem Sparkle-Zeugs. Hat doch auch so viele Aktionen von Alexa. Und dieses Feen-Zeugs, was sie auch in ihren Aktionen macht. Und dieses in die Kamera lächeln, so Kopf seitlich und Hände drunter und so. Hat doch auch Alexa gemacht alles. Egal. So sind Aufmerksamkeiten woanders. Oh. Ist aber nicht ungewöhnlich. Ich meine, dass immer irgendwie im Independent Wrestling sich an Damen angelehnt wird, die halt im Mainstream aktiv sind, war immer so. Oder in dem Fall auch Wrestler, ne? Das ist ganz normal. Dass man das als Zuschauer auch vergleicht, ist auch ganz Ja. normal. Weil du halt das eher noch auf dem Radar hast als andere. Ja. Ganz logisch. Wie gesagt, was du gesagt hast, ist diese Unsicherheit am Anfang und jetzt auch. Kann halt wirklich wesentlich besser mit dem Publikum. Also, das ist immer, wenn ich drüber nachdenke, fast schon absurd, wie sie sich halt wirklich, ich sag mal, innerhalb von einem Jahr, anderthalb, da das gewandelt hat und verbessert hat. Wobei man halt auch nie, da die Gene außen vor lassen darf. Ja, und das Training, was inzwischen auch passiert ist, Ja. ne? Ich meine, sie hat halt diverse NXT-Camps inzwischen Ja. mitgemacht. Und wenn du bei der von der WWE wahrscheinlich auch genau weißt, die wollen wir, dann wirst du auch eine ganze Menge in Tessa Blanchard investieren und der helfen. Und wenn sie das will, dann nimmt sie das an. Und offensichtlich nimmt sie es Ja, an. Ne? Und dementsprechend erkennt man die Veränderung. Ist ja ganz klar. Also ich habe noch zu ergänzen, dass es ein Rückmatch von der 34 ist. Jupp. Also die Show vorher. Und das hat Tessa Blanchard, Ja. ja, doch, hat Tessa Blanchard gewonnen. Tessa ist ja Mitglied von Valkyrie. Und ja, der Nicole, jetzt kriegst du die abschließenden Worte zu diesem Match. Aber da fängt der Pay-Per-View erst richtig interessant an zu werden, muss ich sagen. Weil das Match und das darauffolgende Match für mich beide, ja, die haben den Pay-Per-View also echt
in den Himmel gehoben, muss man sagen. Also sind beide das Match und das nächste ist für mich das Match of the Night, weil ich kann mich nicht entscheiden, welches das Match of the Night ist. Deswegen habe ich gleich zwei. Naja, gut. Dann passt ja das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Je nachdem, was man eher mag, sind es Ja, wahrscheinlich das oder das. das nächste. Und vielleicht auch zu einem gewissen Grad der Main Event, weil da eben ganze Menge passiert. Also die beiden Legenden Töchter, muss man sagen, also beide mit einem absolut superschnellen Match, was aber auch flüssig durchgewrestelt wurde. Also da hätte ich mir mehr Zeit gewünscht für dieses Match, weil manche Sachen doch ein bisschen schnell rausgehauen worden sind. Also, aber es hat schon flott angefangen, also wie Ellering da hinkommt und erstmal Boot in the Face gleich mal so am Anfang und Blanchard haut halt ab nach draußen und hat man ja noch den Big Boot von Ellering dann wieder das Aufpumpen und dann mal ein bisschen so Stone Cold die Gedächtnisfinger da mal hochheben zum Schluss. War das hier auch, wo die eine Aktion zu einem Null-Count führte? Ja, also Ja, das ne? war War das, das Match, genau. ne? Und ab dann sie so, nee, Sieht man ja selten. mit mir mal Selten. nicht. Und ich komme dann jetzt mal hoch und zeig dir mal beide Stinkefinger. Und das war ja dann auch, dann kam deswegen ein Laptop. Und dann, ja, kam der TKO und dann war es eigentlich dann auch schon zu Ende. Deswegen dachte ich auch so, oh Scheiße, jetzt schon Ende. Ich will aber noch, dass es ein bisschen weitergeht irgendwie. Aber jetzt geht automatisch weiter, weil jetzt steht ja Ja, 1-1. war jetzt Also du 1-1, bist ne? ja mindestens ein Entscheidungsmatch. Genau, und ja gut, bei der 34 war es auch noch so gewesen. Wer kam denn da eigentlich zur Hilfe, was auch nicht gepasst hatte? Oder doch, Potenza? Santana kam und Kimberly, glaube ich, hatten dann den Save gemacht Okay. bei dem 34er. Aber Mhm. egal, jedenfalls war das, wie gesagt, Ellering, das ist. Ich habe nachgeguckt, das achte Match gewesen. Das ist krass. Also es ist absolut krass, was sie jetzt schon drauf hat und da eine Geschichte im Ring erzählen kann. Dann, also wie gesagt, also beide Nachnamen sind Hammer. Also Er ist das Level der Duggan-Töchter, also Hacksaw Jim Duggan. Seine Zwillinge, die beiden Mädels, sollen auf einem sehr ähnlichen Level sein wie Rachel Ellering. Ich habe von denen leider noch gar nichts oh. gesehen. Und da hast du halt eine ganze Generation davon. Ne? Ich meine, Tessa ist ja Third Generation, weil Papa und Großvater ja Wrestler waren. Rachel in dem Fall Second Generation, weil Paul Ellering. Aber dazu die Duggan-Zwillinge, hast du eine ganze, also die alle relativ gleich alt, ja. Und das eine ganze Generation. Ich prognostiziere übrigens, bevor es für Rachel und Tessa zur WWE geht, werden wir bei Shine einen Tag Team Run sehen. Ob wir als Tag Team Champions werden, weiß ich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass das, was wir da gerade sehen, auch diese Eingriffe von außen nach den Matches, was jetzt in den Tessa-Matches seit, ja, was nicht gefühlt immer bei Shine der Fall war, glaube ich, irgendwann wird sie sagen, Leute, ich bin aber gut genug alleine. Und vielleicht ist sogar genau hier die Gegnerin, nämlich Rachel Ellering, diejenige, welche die sie in diese Region zieht. Und dann haben wir vielleicht ein Second Generation Tag Team, nämlich Rachel Ellering, Tessa Blanchard, die es dann nämlich mit der Gruppierung aufnehmen, aus der Tessa kommt, nämlich California Valkyrie oder BTY oder so. Das würde sogar passen. Und deswegen erwarte ich für den Rest des Jahres 2016 ein Tag Team Rachel Ellering und Tessa Blanchard bei Shine. Ja, pff, kann man machen, aber ich würde jetzt erstmal beide gegeneinander gerne sehen. Es wird ein Erscheinungsmatch Ja. geben, aber vielleicht genau nach dem Match schon, ja gut, läuft. Lass uns zusammen kämpfen. Die California-Typen nerven mich eh. Also, So das Prinzip. krass. Also muss man echt sagen, also ein absolut flüssiges Match für beide, die so neu mit dabei sind. Okay, außer Tessa ist halt schon ein bisschen länger dabei. Ist trotzdem neu, ne? Man Ja. sagt zwei Jahre Pro und das eine Jahr davor, also das dritte Jahr, in dem sie sich jetzt befindet, das ist halt dann so, wrestlest du auch in kleineren Ligen, du hast die Gegnerin noch nicht dieses Jahr. Obwohl, Tess muss man halt auch ganz klar sagen, Tess hat von Anfang an versucht, die starken Gegnerinnen zu kriegen. Und die Ligen haben sie auch so eingesetzt, gegen diese ganzen Household Names, was im Damenwrestling halt möglich Naja, ist. gut, weil. Das heißt, sie hat auch natürlich möglichst maximal Erfahrung sammeln können von genau diesen Gegnerinnen. Das hat sie halt auch nutzen Bei können, ne? NXT gefällt es mir halt nicht so, aber das liegt ja auch daran, wie sie halt dargestellt wird. Also, ich Ja meine, gut, da ist aber sie das ist halt egal. Jobber. Mal, ne? Und da. Be bevor sie unter Vertrag ist, ist sie nicht da. Also, ne, dann hat sie eine Jobberrolle, aber das ist das sich zeigen können.
und das sich zeigen können und irgendwie auch davon profitieren und lernen, bringt der Wrestlerin oder den Wrestlern, die bei NXT auftreten, ich habe zum Beispiel auch hier 3.0, die am WrestleMania-Wochenende da waren, ja, habe mich auch sehr darüber gefreut, das bringt den Wrestlern immer irgendwas. Damit kannst du dich so sehr rühmen, dass du Teil der NXT-Show warst, nicht nur für ein Dark Match, sondern Teil des Also Produktes Ellering hat ausgestellt. ja auch ein super Match gehabt halt gegen Alexa Bliss bei NXT. Also da war sie auch schon herausragend, obwohl sie es natürlich auch voll geloost hat, aber da habe ich dann auch gedacht, so meine Fresse, hey, was die schon drauf hat. Krass. Kann man auf jeden Fall Schönes erwarten, ne? Da ich, wer übrigens Matches der Duggan-Zwillinge irgendwie findet im Internet, kann mir da gerne mal Links zu schicken. Ich hatte irgendwie Ende des letzten Jahres schon mal geguckt. Und jetzt müsste ich gucke auch selber nochmal. Aber wenn ihr da irgendwas habt, könnt ihr das gerne auch hier in die Kommentare zu dieser Ausgabe hier schicken. Ich denke, das interessiert auch andere. Aber ich glaube, die sind schon unter WWE-Vertrag. Beide. Was? Ohne Glaube. dass ja irgendeiner was gesehen hat, oder Ja, wahrscheinlich, weil die gescoutet wurden oder so und man die sich sofort sichern wollte oder so. was? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, die sind schon unter Development-Vertrag. Auf jeden Fall habe ich die, hab ich, ich habe Bilder gesehen von denen trainierend im Performance Center. Das weiß ich ganz genau. Aber ob das ein Tryout oder irgendwas anderes war, das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Aber auf jeden Fall ist es eine interessante Generation, die dort aus Legenden unserer Jugend entstehen, wo wir jetzt die Kinder entsprechend 18 plus erleben und die halt jetzt gerade die aktuelle Generation angreifen, ne? Ja. Das ist schon, das finde ich immer sehr, sehr interessant. Zeigt mir natürlich, wie alt man wird. Mm, Logisch, aber ja. es ist trotzdem sehr, sehr interessant. Kann man sagen. Und weil Mats es eben erwähnt hat, 3.0, die hatten ja auch ein Match bei NXT. Das sollte man sich unbedingt angucken. Obwohl sie halt im Center. Endeffekt die Jobber waren in dem Match, was die da abgezogen haben für eine Show. Alleine dafür lohnt sich, das Match mal gesehen zu haben. Ja. Also, die sind da mehr abgegangen als so gefühlt alles dann mal an dem Abend. Die hatten Mehr Spaß. als die sind mehr abgegangen als Mojo Das ist richtig. Also, gerade Shane, ich Booyah! glaube, der etwas stämmigere Shane Matthews, ne? Ich sehe jetzt das nicht so auseinander. Scott, Jacket, Parker Ja, und Shane Shane Matthews. Matthews. Den haben sie da halt kaum halten können. Ich bin übrigens tatsächlich sowas wie befreundet mit Scott Parker. Sowas wie, klingt gut, ne? Den kenne ich seit 10 plus Jahren und wir haben schon telefoniert und Zeugs und sowas freut mich einfach dann, wenn jemand dann so den Spot bekommt und so viel Herzblut für Wrestling hat und dann einfach mal diesen Spot bekommt. Ob das dann zu Vertrag wird oder nicht, ist dabei völlig egal. Es war kein Dark Match, es war eine TV-Sendung, es war am WrestleMania-Wochenende. Hey, was willst du mehr? Ne? Das ist super geil. Ja, zwei Matches haben wir noch. Und zwar genau aus diesem Match, über das wir gerade gesprochen haben, nämlich Rachel Ellering gegen Tessa Blanchard, ergab sich das nächste, weil nämlich ein California oder Valkyrie, ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht, solange sie scheinlich entscheidet, was sie nehmen, entscheide ich mich auch nicht. Mitglied Su Jung dazukommt und Rachel Ellering attackiert, wird aber beim Entrance-Bereich von Kaylee Ray attackiert. Irgendwie rollt sich das Ganze wieder zurück in den Ring, weil Tessa zurückgeht, Kaylee Ray hinterher, Su Jung ist aber da, Ref kommt out of nowhere, natürlich ist er da und der schlechteste Ref des ganzen Abends, kommen wir gleich noch zu. Aber es entsteht direkt das Match Su Jung gegen Kaylee Ray. Jan. Ja, die beiden haben sich's ordentlich gegeben. Also da wurde ja keine Rücksicht auf irgendwas genommen. Alleine schon dieser Dragon Screw Oh ja. draußen in die na, wie heißt es, in die Ringtreppe, die ist halt ordentlich geklatscht. Auch die überhaupt so draußen, was die da veranstaltet haben, auch mit der Bar. Was mir gerade einfällt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welchem Match das war. Irgendwo gab es auch eine Shop-Serie, wo unter anderem ein Fan denn eine Dame mal auf dem Schoß hatte. Das war bei Kellyanne gegen Chelsea Genau, Green. ja. Das fand ich auch lustig. Das hatte ich sogar auch noch hier irgendwo notiert. Er fand's auch lustig, Ja, glaube ich. mit Sicherheit. Also, Sein Blick war, ich hab. ja, okay, so viel Körperkontakt hatte ich seit Jahren nicht mehr. So hat das ausgesehen Ich für wollte es mich. nicht sagen, aber ja. Er wollte sie weg und gleichzeitig wollte er sie behalten und irgendwie war er sehr unschlüssig mit sich selbst und ja, genau das hat, alles das hat dieser Blick gesagt. Gut, haben wir es auch noch mit untergebracht. Ja, aber wie gesagt, die beiden haben sich hier echt ein hartes Match geliefert. Also, manchmal war es gab so Aktionen, wo ich froh war, wenn die denn doch nicht stattgefunden haben. Weil ich glaube, also gerade so auch mit der Bar, da gab es ein paar Sachen, die, glaube ich, sehr, sehr unschön geworden wären. Ja, wurde auch einige schon gemacht. Guck dir da, war wahrscheinlich 30, ne? Haben wir das 30, Ganze. genau.
Guck dir Schein 30 an, Jan. Soraya Knight gegen Allison Kay. Da wurde genau das, was du jetzt vielleicht gerade nicht sehen willst, wurde gemacht. Alles und noch Ja, mehr. Pages Mutter Die haben hat sich richtig voll gegeben. auf die Fresse gekriegt und Hart in ausgeteilt. den Po. Wirklich. Also, ich meine, Soraya halt. Ich meine, was will man anders erwarten? Soraya ist genau dafür bekannt. Aber das war eines der härtesten Damen-Matches, das ich je gesehen habe. Und Also, ufte bei Fresse. Kelly Way muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen. Kann das sein, dass die bei der ICP-Show, ICW. ICW, mit dieser ganzen Abkürzung, da auch mit bei war? Ja. Das war auch in dem Match, wo Viper mit bei war, ne? Das Ja, genau. Titelmatch. Gut, Oder? denn. Bayern, Triple Ja. Threat. Stimmt. Dann habe ich mir das nicht eingebildet, dass ich. Dass mir das irgendwie, dass sie mir bekannt vorkam. Dritte war übrigens die inzwischen bei NXT ist, Development-Bereich, nämlich die gute Nikki Storm. Ihres Zeichens Lebensabschnittsgefährtin von Big Damo. Stimmt, die So kleine Nick. schließen wir hier die Kreise. Da. Ja. Wir haben dadurch, dass wir jetzt so viel Tellerrand aufmachen, haben wir irgendwie über jeden wichtigen Wrestler, den es aktuell auf der Welt irgendwie gibt, schon gesprochen. Man muss bloß immer gucken, wo, ne? Ja. Und bei Su Jung muss man sagen, das Gimmick oder zumindest auch, ich weiß nicht, tritt sie jetzt immer so an, wie sie hier angetreten ist? Bei der Bei Schein ja. Bemalung. Bei Schein und Schimmer ja. Ich hab sie auch schon ohne gesehen. Das war interessant. Aha. Mit dem Hang zum Ach du Jemine, die Alte hat sie nicht mehr ganz alle. Ja. Was sich nach dem Match der Eindruck nochmal ein bisschen verstärkt hat. Wo sie zwischen aggressiv und verschüchtert wie ein kleines Schulmädchen gewechselt hat. Wo ich gedacht habe, alter Schwede, in Deutschland hätte man sie jetzt erstmal für 72 Stunden eingeliefert. Aber ist doch gut. Ja, natürlich. Das ist ja überhaupt nichts Negatives. Das ist halt ziemlich beeindruckend, was sie da abgezogen hat. Von der Mimik her, wie gesagt. Und naja, wie gesagt, das Match, also. Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass irgendeiner anfängt zu bluten. Also das war so das Einzige, was am Ende, also nicht wirklich gefehlt hat, aber wo man gedacht hat, so jeden Moment könnte das auch noch passieren. Dass da Blut gab es bei Rachel Ellering, irgendwie. ne? Mehr Blut gab es an dem Abend Ah, nicht. oh. Die hat irgendwie sich einen Zahn rausgehauen. Ja, zumindest Besser. hat man gesehen, Oder dass auch die angebrochen oder wie auch Wirbel immer. irgendwie ein bisschen, ja, passiert halt mal, Passiert. ja. Hey, erstes Jahr. Muss ein Zahn kaputt gehen, oder? Ich meine, hallo, willkommen im Ja. Wrestling. Uff, die Fresse. Dufte Fresse, genau. Das haben die Was? beiden sich auch. Und ja, das war sehr, sehr interessant. Schön, Sehr gut. vielleicht nicht. Also Damen, die sich auf die Mütze geben, gut und schön. Wenn manchmal, also zu brutal darf es dann aber auch nicht werden, dann finde ich, habe ich da immer so ein flaues Gefühl im Magen bei. Ich weiß auch nicht warum. Deshalb mag ich auch Was halt häufig. das schwache Geschlecht in Anführungsstrichen ist, ne? Die sich da hauen. Genau. Ja, und warum hübsche Gesichter unnötig verunstalten? Wobei das bei der UFC zum Beispiel teilweise noch schlimmer ist. Und ich deshalb auch Ronda Rousey mag, weil die einfach die Gegner Habe nur. ich live gesehen, Jan, wir haben darüber gesprochen, der UFC Fight Night Event in Ja. Berlin, wo der Main Event der Damenkampf war. Und was hat die da, ich weiß schon gar nicht mehr, wer gegen wen, Zetricek Ja, oder so, ihr keine Check. Ahnung, auf jeden Fall hat die eine der anderen die ganze Zeit Ja. auf die Möppe gegeben. Ja, also die Polen, die ist da ziemlich Genau. Ne? sowohl hart Das im war ja Nehmen als auch schon. hart im Austeilen. Deshalb mag ich Ronda Rousey, weil die schmeißt einfach den Gegner zu Boden und lässt die tappen und dann ist gut. Da gibt es höchstens mal Probleme mit dem Arm hinterher, aber das Gesicht bleibt wenigstens so, wie es sein soll. Meinst den Arm, den du nicht mehr hast, der erstmal operativ wieder angenäht werden Ja, muss. aber gut. Ist auch Ja, scheiße. da gab es schon andere, die haben auch mal ein Bein mitgenommen. Rosemar Hulk Palhares. Hogan zum Der Beispiel. hat immer gern das Bein mitgenommen. Ja. Aber der war nicht so nett. Der hat auch gerne mal, wenn der Kampf schon zu Ende war, das Bein immer noch festgehalten und wollte es wirklich mitnehmen. Ja, aber das sind andere Geschichten, die. Hulk Hogan macht's nur mit seinem eigenen Bein. Ja, gut. Das braucht er ja, damit er den Leg-Drop noch zeigen kann. Das ist wie der Mic-Drop. Gerade Hand ausstrecken und fallen lassen. Geht anders nicht mehr. Gott sei Dank, hoffe ich zumindest, sind die beiden Damen. Heil aus dem Match rausgegangen, ohne dass da jetzt irgendwas denn gedroppt werden könnte, was nicht eigentlich sollte. Dass sie da heil geblieben sind. Und ja,
Wie bei eigentlich allen Matches muss ich jetzt sagen, ob Sieger Sinn machen oder nicht, kann ich schwer beurteilen, weil ich da nicht in den Storylines drin bin. Aber Also in dem Fall macht es auf jeden Fall Sinn. Der Kaylee Rasick überrascht. nein, negativ gestimmt. Ich mag Kaylee Ray nicht. Einfach irgendwie. Aber so die Matches, die sie bei Shine hat, habe ich auch schon gesagt, sind dann eben von dem, was man so von ihr sehen kann, auch wohl das Beste. Ja. Also das hier war auch wirklich, wirklich gut. Vor allem auch technisch sehr sauber. Was sie eben oft nicht ist. Nämlich technisch sauber. Weil sie einfach nur macht, was sie macht. Ja. Sehr unorthodox, was sicher was Gutes ist. Ja. Aber es wirkt eben manchmal auch einfach nur, ach, ich mach einfach. Ne? Sie wirkt sehr planlos. Das stört mich dann einfach. Aber dazu kommt ist halt Gegenseite, dass sie so eine wahnsinnig sympathische Person ist. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber der Grund übrigens, dass wieder eines der Gerüchte, wir haben ja schon drüber gesprochen, warum eigentlich Kay Ray nicht bei NXT. Es heißt, dass die WWE wohl ihr Angebot gegeben hat und dann auf die Situation hin, dass es dann allmütig getestet wurde. Es heißt, dass Kay Ray den Gesundheitscheck nicht geschafft hat bei der WWE. Oh. Und das würde mich nicht überraschen, mit den ganzen Mitteln, die in ihr stecken. Okay. Also dementsprechend, da denke ich, ist schon fast ein Deckel drauf. Aber andererseits, Wrestling, never say never, ne? Auch ganz klar. Wenn sie von jetzt an aufhört, ihr Zeug zu nehmen, was sie nimmt, dann kann sie vielleicht im Jahr nochmal anklopfen oder so. Und dann ist sie wahrscheinlich clean. Und wenn sie das will, wenn sie will, was sie will, ne? Vielleicht hat ihr ja dieser NXT-Auftritt da gezeigt, okay, das ist eigentlich das, wo ich hin will. Da muss ich immer meiner Lebensweise was ändern oder so, keine Ahnung. Ja, muss man abwarten, Tee trinken. So, Nicole, du hast schon gesagt, die beiden Matches hier, gerade der Generation mit den Damen und das hier, Su Jung gegen Kaylee Ray, deine Matches des Abends. Dann darfst du jetzt gerne Kaylee Ray gegen Su Jung besprechen. Ja, zu jung, wie immer, exzellent in der Rolle, die sie spielt. Und dann ist es auch mal schön zu sehen, der sie jetzt noch nicht gesehen hat, wie der Jan, der dann auch erstmal denkt, so, Herr Oman, die ist ein bisschen durchgeknallt. Und da habe ich heute auch schon mal überlegt, wo kann man die überhaupt hinschicken? Zu jung würde eigentlich in die WWE kein Meter passen mit dem Gimmick. Auch bei NXT nicht. Bei TNA wäre das sehr interessant. Gegen Rosemary. Würde zu Decay passen, Ja, ne? oder gegen Rosemary, um dann zu Decay. Also, das wäre die einzige Option, die ich mir mal so überlegt habe. Das ist auch schon alt, ne? Ich glaube, die geht nicht mehr in den Stream. Know, wie alt sie eigentlich Ist ja schon auf die 40 ist. gehend, oder? Was? Oh, ich Quatsch. glaube ja. Nee? So junge Nee, ist sie 27. nicht. Sie ist Nein, die ist. 27. Nee, gut. Quatsch, Quatsch, die 27 ist ist sie. noch. Das sind so die ganzen Soul Calvel Schnallis. Die sind alle so alt wie ich. Über ein paar und 40. Weil das habe ich aber, glaube ich, schon mal bei Su Jung gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass sie so alt ist, weil ich die so lange schon auf dem Radar habe. Das ist dann Das einfach, dann denkst du einfach, die ist schon, ne? kann Die ist aber schon wahrscheinlich älter, sein. aber die ist dann wahrscheinlich früh eingestiegen. Das ist ja auch nicht mehr ungewöhnlich, dass du mit 25, 26, 27 halt schon Veteran bist. Das ist auch nicht mehr ungewöhnlich im aktuellen Ja, Wrestling. also ich meine, man sieht ihr an, dass sie halt weiß, was sie macht im Ring. Und sie ist da sehr gut drin. Beide hatten jetzt auch bei dem Match, muss ich sagen, ziemlich flott angefangen. Auch was die ganzen Kicks da ins Kreuz betreffend gewesen ist. Das war natürlich schon ein bisschen, ja, hat mir auch schon dann wehgetan, weil das ging ja alles weiter und weiter. Und vor allen Dingen sind beide so dünn. Da denkst du eh, man, die brechen gleich auseinander, wenn du mal dagegen pustest. Ja, und dann drehten die sich andauernd hier in die dritte so ins Kreuz. Ja, die Bar durfte halt auch mal wieder nicht fehlen, muss man ja mal sagen. Der Michinoku-Driver vom Ringseil ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Der sah ziemlich heftig aus. Und ja, die Cannonball halt von der Bar runter, von so jung. Kann man Das machen, ne? kann man halt auch mal machen. Und dann ging es auch wieder zurück, glaube ich, in den Ring, wo dann ein bisschen so ein paar Submission-Moves ausgepackt worden sind. Dann ging es war, glaube ich, um den Ring herum, wo man auch den Ringpfosten auch schön mit eingesetzt hat. Der Und Ringpfosten, den ich auch schon häufiger im Podcast angesprochen habe, nämlich der, gegen den Leute aus dem Ring hinaus geworfen werden, gegen genau diesen Ringpfosten da. Was für eine bescheuerte Aktion, ne? Aber genau das ist eben diese Halle,
in der WWN sehr gerne wrestelt. Und das ist eben bei diesen Evolve-Events, die ja, glaube ich, am selben Wochenende, glaube ich, sogar stattfanden, oder? Ja gut, Ich glaube, das es ist weiß ich dasselbe jetzt nicht so. Wochenende. Evolve sehe ich ja nicht so. Eigentlich so gut Aber wie nicht. es ist halt eine WWN-Halle, also eine Halle, die World Wrestling Network sehr gerne nutzt, in dem Fall halt auch Shine. Und ich habe das eben deswegen auf dem Radar, weil dort diese brutalen Spots mit dem, also Ethan Page hat da einen anderen Wrestler aus dem Ring heraus gegen diesen, also Gorilla Pressed und gegen diesen Pfosten geworfen draußen. Seitlich, so so, ne? Ja gut, ich glaube, Völlig unnötiger Spot, aber das war aber dann, gut. also gut, es wird ja so auch mehr dazu benutzt, sich festzuhalten und so drum herumzuschwingen. War Hat ja, war, KLA ja genau, gut hier gemacht, hat ne? sie ja auch an der Bar relativ gut gemacht, wo ich gedacht habe, oh Mann, wenn die jetzt da abgerutscht wäre, meine Fresse, das hätte bös geendet. Aber es war halt alles in dem Match mit dabei. Es waren harte Kicks mit dabei und ein bisschen Prügelei außerhalb vom Ring, Submission Moves. Irgendwann dann mal wieder im Ring. Und dann kam irgendwann die This is Awesome Chance, die ich bei Shine eigentlich auch noch nicht in dieser Form gehört habe. Oder vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. Und zwar bei dem Pedigree von Su Jung gegen Li Rei beim Ring, an den Ringseilen war das ja gewesen. Ja. Ja, ein Hanging War so Pedigree, ne? ein, Also dieser Orton ja. DDT Dann halt nur als und dann aber in Pedigree. dem Pedigree. Und wie gesagt, weil beide halt, ich meine, beide haben echt eine Figur. Da denkt man bei manchen Moves schon so, oh Mann, oh Mann, dass die zerbrechen. So dünn sind die halt wirklich, weil, Kelly Ray auf jeden ja, Fall, ja. aber auch zu jung. Also, ich finde beide auch so, denn wenn man die sieht, so von der Seite dann auch, da denkst du wirklich, Mann, das sind keine Oberschenkel, was sie da haben. Aber Chelsea Green auch, ne? Ja. Die empfinde ich auch mal als sehr, sehr, sehr dünn. Habe ich auch damals bei Tough Enough schon gesagt. Hat sich nicht wirklich geändert. Aber gibt es einige davon Ja. aktuell auch so im Wrestling, die so wahnsinnig dünn sind, ne? Deswegen war das Match sieht dann auch ein bisschen hammermäßiger und ja, aus, wenn die sich dann doch ein bisschen leicht hardcore da durch die Gegend prügeln. Aber wie gesagt, für mich ein sehr unterhaltsames Match, weil alles mit dabei war. Außerhalb vom Ring gute Aktionen und im Ring super Moves. Schnelligkeit, alles war mir dabei und das mag ich halt. Und alles sehr flüssig, ohne irgendwas zu versauen. Und das muss ich sagen, kommen wir ja später noch dazu. Macht das Match und auch den gesamten Pay-Per-View sehr, sehr rund. Also, wie gesagt, also für mich auch mit Match of the Night. Gut, dann ergänze ich, was ich hier noch so zu stehen habe. Ich habe den Aracnarana von Su Jung, den ich halt auch immer sehr schick finde. Der sah hier wirklich richtig, richtig toll aus, weil Kaylee Ray genau mitgemacht hat. Das hat beim einen oder anderen Gegnerin schon mal nicht so gut geklappt, dass der diese, na, wie sie da sich ins Seil so reindreht, Ah, kopfüber und okay. dann das Seil hochklettert und dann Ja. aber irgendwie eine Rana wirft, ne? Dieser Aracnarana, so, Ach so ja, heißt also er, okay. spinnenähnliches, ja. Und der sah hier Ja, richtig, richtig das gut stimmt, aus. das Ja, stimmt. ich hab den auch schon häufiger so gesehen, aber wir haben ihn auch bei Shine schon schlechter gesehen. Deswegen kann man das ruhig mal erwähnen, wenn so eine Aktion, die halt so besonders aussieht, dann auch richtig gut klappt. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, so generell, was Nicole gerade gesagt hat, hier sehr schöne und schnelle Transitions, nicht nur in den eigenen Aktionen, sondern auch ineinander übergehend vom Gegner. Also richtig schöne und auch sinnvolle Transitions, warum jetzt der andere die Kontrolle hat. Das war sehr, sehr schön gemacht, vor allem dann im Ring gewirkt. Draußen der Brawl, da habe ich jetzt die größte Kritik am Ref, denn er war die Oberlusche des ganzen Abends. Award für die Oberlusche geht an den Ref, wer auch immer das war. Denn nach 20 Minuten Brawl draußen entscheidet er sich mal, ach, ich fange mal an, den Ten Count zu zählen. Stimmt. Aber na gut, Hä? wir hatten schon mal bei Schein gesagt, die Referees sind so und so sehr merkwürdig. Ja, Keine Ahnung. aber er war die Wurst des Stimmt, Abends. ja. Ja? Ich erinnere So, mich, und es ja. ist noch nicht vorbei, ja? Derselbe Ref, ja? Selbe Match. Die Oberpflaume hier, ne? Ist bei 8, Kaylee Ray ist im Ring, zu jung ist noch draußen. Der Ref hört auf zu zählen. Was? Der hätte zu jung auszählen müssen. Warum wird denn, seit wann wird denn, weil ein Wrestler in den Ring geht, der Count abgebrochen? Die andere ist auch noch draußen. Die kann ausgezählt werden, Keule. Was war das? Was für eine Wurst, ey. Erst brawlen die da rum und er geht mit raus und sagt nicht einmal,
zurück, sondern ist einfach nur da, befreit oder beschützt die Fans, was alles gut ist, ja. Aber er hat ihn nicht einmal, zumindest nicht für mich, bemerkbar gesagt: Mädels, geht wieder zurück in den Ring, das ist hier kein normaler. Das war die Aufgabe der Kommentatoren, die zwischendurch mal einwerfen mussten. Das ist übrigens ein ganz normales Match. Warum der Ref das gerade so durchgeht, das wissen wir Ich auch habe sogar nicht. noch irgendwann später mal nachgeguckt, wo ich gedacht habe, so habe ich jetzt irgendwas bei dem Match verpasst? War das Hardcore? Nee, weil Irgendwelche hier, das war halt Rules? das, ne? Ja, Das ja. haben die Kommentatoren ja gesagt. Aber der Ref selbst hat irgendwie komplett die Kontrolle über das Match verloren. Und dann, wie gesagt, nach diesem Cannonball von dem Tresen auf Kaylee Ray, die auf dem Stuhl saß draußen, da ist der Ref zurück in den Ring, hat den Ten Count begonnen. Hä? Was ist das für eine bescheuerte Aktion? Dann, wie gesagt, dann bricht er den Count bei 8 ab. Also beide Aktionen völlig bescheuert. Ja, gut. Das ist so diese. Das ist mein Analytikerkopf, ne? Ne? Also sowas irgendwie. Keine Ahnung. Aber Oberlusche des Abends geht, wie gesagt, an den Ref dieses Matches, Kaylee Ray gegen Su Jung. Worunter aber zum Glück das Match nicht leidet. Ja, das muss man auch sagen. Das war hier alles passend. Und Su Jung ist ja auch eine von denjenigen, welchen, die wir hier im Podcast schon häufiger gesagt haben, uns durch die Bank weg eigentlich überzeugt hat. Alle, die bisher mit uns über Su Jung gesprochen haben, fanden Su Jung gut. Und jeder ist dann überrascht, wenn ich das auch richtig im Kopf habe, dass sie schon mal bei WWE war. Ist sie nicht mehr, hat da nicht überzeugt, hat aber eigentlich seitdem ihre Karriere erst richtig begonnen, haben wir alles schon besprochen und ja, mal schauen. Mich überrascht jetzt gerade ein bisschen, das vergesse ich wahrscheinlich immer wie jedes Mal, dass sie noch keine 30 ist, deswegen würde ich vielleicht sogar was passiert mit der WWE, vielleicht doch nochmal unter Vorbehalt setzen. Aber nicht mit dem Gimmick. Ist egal. Dann würde ich sie wirklich lieber bei TNA mal sehen. Weil, wenn man ja. Aber wie hast du was nicht? Weißt du, vielleicht, du weißt nicht, ob es funktioniert, bis es da ist. Und wir brauchen immer noch eine Sister Abigail. Das wäre natürlich exzellent. Weißt du, wir haben Oh, noch keine Sister daran habe Abigail. ich Also, jetzt wer nicht weiß denn? gedacht, aber das ist natürlich eine exzellente Idee. Wer weiß es denn? Wer weiß es denn? Da Ne? passt sie hin. Gut, wollen wir das Match abhaken und den Main Event gehen? Der ist nämlich Wrestling-Geschichte. Und das spricht sich immer sehr leicht aus, aber ist es in dem Fall eben wirklich, denn es stehen drei Titel auf dem Spiel. Jeweils, wer gepinnt wird, verliert seinen Titel an den jeweiligen Gegner, der ihn pinnt. Wir haben ein Shine-Title-Match, ein Shimmer-Title-Match und ein TNA Women's Knockouts-Title-Match in einem. Championessen, also die Champions zu dem Zeitpunkt für Shine, TaylorMade. Für Shimmer Madison Eagles und für TNA ist Allison Kay natürlich bei TNA Impact Wrestling auch als Sienna unterwegs. Und es bleibt aber nicht beim Triple Threat Match, denn wir erinnern uns, im Opener Money in the Bank 5-Way wurde es, obwohl es als 4-Way angesetzt wurde, da hat sich Ivelisse mit reingeschlichen durch Lexi 5, die Ankündigung. Hier ist es als Triple Threat Match Champion gegen Champion gegen Champion geplant worden. Ivelisse kommt dazu und macht genauso wie im Opener ein Plus 1 draus, nämlich aus dem Opener wurde ein 5-Way, hier wird es ein 4-Way draus. Drei Titel auf dem Spiel. Und eine Kofferträgerin. Und so haben wir entsprechend im Main Event Ivelisse gegen TaylorMade, gegen Madison Eagles, gegen Allison Kay, Schrägstrich, Sienna. Jan. Ja, das Match war okay, sag ich jetzt mal. Ich überlege gerade, ja klar, Ivelisse kannte man. Die anderen Dreier. Bei Allison Kay bin ich mir gerade nicht sicher, wenn, wo ich sie mal gesehen habe. Aber die anderen beiden kannte ich vorher nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie fand ich das ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man C sagen kann, aber irgendwie unrund alles. Irgendwie hatte ich hatte auch, gut, ein Problem ist natürlich immer, das war vorher klar, das hat man schon an der Stipulation, wie sie formuliert war, war relativ klar, okay, wenn ein Titel wechselt, dann wird's der Scheintitel vielleicht Schimmer schon unwahrscheinlich und TNA-Titel eigentlich ausgeschlossen. Was übrigens lustig war, ich war mir nicht sicher, wer jetzt, weil ich auch nicht wusste, von wann die Show ist, wer eigentlich zu dem Zeitpunkt TNA Damen-Champion war. Und ich habe da schon mit Schlimmem gerechnet. Weil ich halt überhaupt nicht mehr so die Titelträgerin der letzten Monate so im Kopf hatte. Mit Allison Kay hat man hier wahrscheinlich noch
noch ganz gut Glück gehabt, sozusagen. Aber ich kann nicht mal so richtig in Worte fassen, was an dem Match mich gestört hat. Was ich auf jeden Fall ein bisschen komisch fand, war halt das Ende, wo Ibelis Taylor Mate in der Submission hatte und die anderen beiden sich in den Ring wollen und sich dann immer gegenseitig rausziehen. Nach dem Motto, du unterbrichst das nicht, ich unterbreche das. Wo ich gedacht habe, what the fuck? Ist doch scheißegal. Wenn man jetzt, ja, also das war wirklich so, wo ich dachte, Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt irgendwem Stücke, auch nur ein Stücke besser macht, weil er das unterbricht, als wenn der andere es unterbricht. Also, Ja, vor allen Dingen ja. hat die andere behält ja in dem Moment ihren Titel. Ja, Ja. also deswegen würde ich dann sagen, ja, pin du nur, ist mir doch egal, Ja. weil ich habe meinen Titel, das ist ja nicht mein Titel, der da weg ist, so. Wenn man es denn so sagt, ach naja, komm, scheiß drauf, wir prügeln uns jetzt hier weiter. Wenn die aufgibt, naja, wir behalten ja unsere Titel. Was ich ganz froh war, weil das so meine erste Reaktion war, als Ibelis mit reinkommt. Hoffentlich wird nicht Ibelis am Ende gepinnt. Weil das war so mein erster Gedanke, jetzt kommt die in das Match nur, um gepinnt zu werden. Kein Gürtel Ja. hat, ja. Wo ich dann auch ein bisschen gedacht hätte, ja, warum pinne ich die, die keinen Titel hat? Gut, damit behalte ich meinen Titel, klar. Aber naja, dann hätte ich auch gleich auf das Match verzichten können, so ungefähr. Wenn ich dann doch nicht den Titel, einen der anderen Titel unbedingt haben möchte, habe ich so ein bisschen befürchtet, dass sie das Opferlamm ist. Das war, das ist denn am Ende, ich glaube, es gab nicht mal die eine Szene, wo sie überhaupt gepinnt wurde. Von daher, Waren überhaupt relativ wenig ja, Pinnversuche. also, Aber ist normal in so einem ja klar, Multi-Man-Match. weil da ist ja im Zweifel ist immer irgendwer da, der dir da sonst einen Strich durch Rechnung macht. Wie gesagt, da war das Ende, fand ich da ein bisschen unrund auch. Dass Ibelis das denn gewinnt, ja, mei, wie gesagt, ist mir dann auch relativ egal, muss ich sagen, in dem Match jetzt gewesen, wer am Ende wen pinnt und dann welchen Titel auch immer dann mit sich rumträgt. Oder Und auch irgendwie, also ich denke, es war eigentlich jedem klar, dass nur der Shine-Champion Shine-Titel wechseln kann, weil es bei Shine stattfindet, dass jetzt Shimmer oder TNA jeweils ihr okay geben, dass ihr Titel bei der jeweils anderen Company wechselt, auch wenn natürlich, haben wir ja letztes Mal bei Shine 30 schon besprochen oder auf 29, die Zusammenarbeit zwischen Shine und Shimmer offensichtlicher geworden ist. Die waren sich ja mal nicht wirklich grün. Inzwischen arbeiten die offiziell zusammen, deswegen ist auch hier dieses Match nicht überraschend. Hätte man vielleicht eine Woche später, wenn wir dann dieses große Taping 81 bis 85 hatten, hätte man auch das Shine-Match irgendwie ansetzen können, ne? Klar. Aber ich denke, jedem war irgendwie in der Theorie klar, dass wenn der Titel wechselt, dann ist es TaylorMade, die den verliert. Aber das Überraschende oder das Interessante war eben, dass eigentlich jede der anderen drei, nämlich sowohl Allison Kay, die ja schon seit einem guten Jahr und länger den Shine-Titel jagt, Madison Eagles, die immer wieder auch den Shimmer-Titel verteidigt und dementsprechend diese Touren nach Amerika mitmacht, und Ivelisse, du hast halt wirklich drei Contender gehabt, die glaubwürdig hier den Shine-Champion besiegen können. Ich denke, hier war bloß die Frage, wer macht? Denn jeder oder jede der Contender auf den Shine-Titel in diesem Match hätten einen gewissen Anspruch an diesen Gürtel. Aufgrund ihres Aufbaus in das Match gehend. Und das war das Spannende. Überraschend wäre es noch mehr gewesen, wenn einer der anderen Titel gewechselt hätte. Aber das war in der Theorie schon irgendwie mit Ausschlussverfahren zu lösen. ja. Wie gesagt, Und ja. wie da wer mit wem zusammenarbeitet, bin ich halt nicht so drin. Deshalb hätte ich jetzt noch gesagt, Schimmer vielleicht, aber bei TNA war das jetzt für mich auch relativ ausgeschlossen. Außer dass, Ja, weil die anderen drei halt nicht bei TNA wresteln. Ne? Wenn da jetzt noch eine Wrestlerin bei gewesen wäre, die automatisch auch noch im WWE-Produkt steckt, im TNA-Produkt steckt, dann hau ich noch die vierte Liga dazu, ne? WWE noch dazu. Wenn die zum Beispiel, weiß ich, eine Marty Bell drin gewesen wäre oder in dem Fall eine Chelsea Green, ja, die halt ebenfalls unter TNA-Vertrag stehen, der hätte vielleicht noch gesagt, na, vielleicht machen sie ja noch eine Überraschung, ja, oder wenn ja. es eine Doppelshow gewesen wäre, dann hätte ich jetzt mir noch vorstellen können, dass es vielleicht dann direkt wieder zurückwechselt oder sowas. Ist ja wie bei Schimmer, wenn die da, was war es, in 3 Tagen 5 Shows haben.
Genau. Da kann man das machen und bei einem TNA-Produkt ist es halt nicht passiert, so ungefähr. Da hat das im Zweifel auch keiner mitgekriegt, aber ja. Ist ja auch die Woche, in der Allison Kay den Gürtel erst gewonnen hat. Und ich glaube, noch gar nicht ausgestrahlt wurde, ne? Dass sie ihn hatte. Das weiß ich nicht. Wenn ich mich jetzt nicht komplett Kommentatoren. täusche. Hatte sie ihn zum 17.06. offiziell schon oder hat sie in dem Taping erst gewonnen? Also, Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Slammiversary hat es dann gewonnen. Das hatten die Kommentatoren gesagt. Slammiversary, dann war es Und schon. hatten dann Weil gesagt, Slammiversary war dass ja er irgendwie live. in der letzten Woche davor wohl den Ja. vollsten Terminplan hatte, weil Ja. sie da schon, 4,5 ja, Taping-Tage. Ja. wahrscheinlich dann schon für 3 Monate aufgezeichnet wurde. Wo ich Genau. dann gedacht habe, jetzt wäre natürlich interessant, ob nach den Tapings sie überhaupt noch den Titel eigentlich gehabt hat. Aber ja, das kann ja jetzt eh. Weiß ich jetzt nicht, wäre aber auch doof, wenn wir es beantworten, weil wir spoilern würden. Also gut, dass wir es nicht beantworten können gerade. Ja? Denn aktuell hat sie ihn, wenn wir jetzt sagen würden, sie hat ihn Ende des Tapings nicht mehr, dann würden wir auch spoilern. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht so schlecht, dass wir es gerade nicht wissen. Ja, fertig? Ja, ich bin fertig. Ja, Nicole. Ja, gedacht habe ich mir schon, als Ivelisse den Cover halt gewonnen hat, dass sie sich auch den Titel holt. Weil ich auch mitgekriegt hatte, dass Ivelisse die Tour für Japan, für diese Star Dome Tour, die sie ja eigentlich mitmachen sollte, nämlich abgesagt hatte. Wegen was auch immer, keine Ahnung. Also habe ich mir gedacht, naja, gut, bei Shine muss sie ja eh nicht so oft auftreten. Ne? Ist vielleicht auch noch ein bisschen, hängt auch noch ein bisschen mit Lucha zusammen. Also denke ich mal, Koffer gewonnen, gleich am Anfang. Und dann das Match an sich war halt, ja. Ja, wie der Jans halt schon gesagt hat, es war ein bisschen unrund. Dafür waren aber einige gute Aktionen dabei. Also nur was Sienna, wo sie Ivelisse hält und TaylorMade soll da irgendwie ankommen. Und fuckt das irgendwie voll ab. Was das werden sollte, weiß jetzt auch keiner. Oder? So von euch. Also ich Weil bin auch. Ivelisse irgendwie so ein Stunner oder irgend sowas in der Luft oder so. Also ich glaube, einer sollte so eine Art RKO machen und Oder sowas, gell? oder irgendwas, aber es ist da irgendwie ein bisschen abgerutscht und Ivelisse ist dann so vorne ohne TaylorMade irgendwie so auf den Boden geknallt. ja und Es sah komisch die aus. Aktion zeigen sollte, sind irgendwie mehr auf ihr gelandet, so ungefähr. Vor allen Dingen hat man Genau. das auch zum Schluss gesehen. So, Ivelisse war im Gesicht oder an den Backen doch etwas sehr rot. Also ich glaube schon, dass sie da im Gesicht zuerst gelandet ist. Weil TaylorMade irgendwie, während sie abspringt und in der Luft ist, so voll wegrutscht und Ivelisse gar nicht mehr eigentlich bis nach unten hält. Und Ivelisse lag auch die ganze Zeit hinten ein bisschen in der Ecke rum. Und die anderen haben sich dann weiter geprügelt, sodass ich erst gedacht habe, okay, jetzt ist vielleicht noch verletzt. Aber wie gesagt, auch so ein gutes Match. Halt viel geprügelt außerhalb. Ein paar unlogische Sachen, wo ich auch gedacht habe, wie der Jan so, hä? Was soll das jetzt? Aber okay. Bei Shine hat man das halt mal ab und zu mit der Unlogik oder wir erklären den Fans halt nicht genau, was das für ein Match hier ist. Wir machen dann einfach mal. Oder die Reps springen halt, also spinnen mal rum und machen irgendwas, was sie nicht machen sollen. Ja, wie gesagt, gutes Match, etwas unrund und ja, für mich eigentlich schon ganz okay, die Siegerin mit Ivelisse. Ich habe ja nicht so viele Probleme mit ihr wie einige andere. Ich mag sie. Auch wenn sie manchmal wahrscheinlich für andere Menschen doch irgendwie ein Arschloch ist. Das Das wissen wir aber auch nee, nicht. aber Das ist sie ja nur kommt das, was halt, man hört, das ne? wie Santana kommt halt immer so rüber, so, ich bin die Gute und Ivelisse ist halt immer der Arsch. Aber hey, sie ist the baddest in the Ja, building. Also ich also meine, was ja, ist denn passt schon. Das Gimmick da? passt ja schon. Aber manchmal ist es wahrscheinlich auch da ein bisschen ungerecht. Wie bei Santana auch, aber. Wer war das bei Lucha, der gesagt hat, er wäre Jack Evans, Jack ne? Evans, ja, Von genau. wegen hier, I'm the da, baddest bitch. die ist nicht the baddest bitch. I'm the baddest bitch in Das ist auch ja, ein sehr bitchmäßiger Move von ihm gewesen, muss man Jack sagen. Evans ist einer der unterhaltsamsten Charaktere aktuell, die wir im Wrestling finden können.
Ja, viele sagen das ja auch von Kevin Owens. Also gut, jetzt streitet euch mal, Genau deswegen. ne? Ja, ich sage ja einer Einer der, der, ne? ja. Ja. Nee. Wo ich baue ja ohnehin sehr ungern Ranglisten, weil es einfach sehr, sehr schwer ist, Das ne? stimmt. Und je mehr du guckst, desto schwerer wird's. Ja. Wie gesagt, man kann das, also das Matchende Siegerin geht für mich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja, dann ist damit, mache ich noch ein bisschen Statistik mit drauf. Ivelisse, die erste zweifache Shine Women's Championess. Ja, auch das kann man mal mit einbeziehen. Sie ist aber bis hierhin schon die längste amtierende Championess. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine Zahlen offen, aber ich weiß, dass sie in ihrem, also sie war die zweite, Reign war die erste. Sie war die zweite und hat den Gürtel, glaube ich, muss das gewesen sein, den Titel in China verloren an Mia Yim. Das müsste die Reihenfolge der ersten drei Champions gewesen sein. Ich habe es jetzt gerade nicht offen. Aber meine Erinnerung sagt mir, Ivelisse war zu dem Zeitpunkt schon die längst amtierende Championess. Mit fast 300 Tagen oder 300 Tagen sogar plus. Und dadurch, dass sie jetzt zweifacher Champion ist, hat sie halt, kann sie den Rekord in der Addition oder wie heißt das, kulminiert? Ja, ne? Halt noch erhöhen. Des Titelgoldes halten. Und ja, erste zweifache überhaupt Championess im Schein, weil auch es gab noch keine zweifachen Tag Team Champions. Und ja. Ivelisse halt so dadurch. Können wir mal davon ausgehen, dass das Match, was beim letzten Mal nicht stattfand, dass es vielleicht sogar gewonnen hätte. Wahrscheinlich, ja. Ne? Denn hat man jetzt bloß aufgeholt, aber hat eine interessantere Story bauen können, um Ivelisse, als man es hatte, in das Match gehend. Also dementsprechend manchmal, ich meine, Ivelisse ist nun mal wahnsinnig verletzungsanfällig, haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Und in dem Fall aber eine Verletzung, die ihr passiert ist, sogar für sie, für sich selbst. Und für die Liga, die ursprünglich darunter gelitten hat, sogar zu einem positiven Ende gedreht. Nämlich für beide Parteien, in dem Fall die Liga, Shine und die Wrestlerin Ivelisse, was Positives rausgeholt durch die Verletzung. Nämlich eine tolle Geschichte über einen ganzen Kampfabend hinweg, Shine 35 bauen können, mit dem Money in the Bank Koffergewinn und dem Ende, nämlich dem Eincashen, ins Match dazu sich stellen. Dadurch kein bitchy Move. Ich nutze aus, wer hier der Gewinner ist oder wenn die alle matschen, dann komme ich dazu. Nee, ich kämpfe direkt mit. Ne? Auch das natürlich Charakterzeichnung für Ivelisse innerhalb des Shine-Produkts. Und am Ende holt sie das Ding und hat dadurch ja, an dem Abend mehr oder weniger 40 Minuten gekämpft und ist dann am Ende auch verdient Shine Championess geworden. Und ist dann eben in dem Fall wieder the baddest bitch in the building und sogar the baddest bitch of Shine Champion, Shine Wrestling. Historisch gesehen, wie auch im aktuellen Produkt. Also damit ist Ivelisse der wichtigste Charakter in der Geschichte von Shine. Ja, sie ist ja eigentlich auch bei den Fans sehr beliebt. Also, das Das Lied ist auch toll, die passt gehen gut halt voll ab zusammen, zu ja. dem Lied. Passt alles gut zusammen. Und ist ja auch für sie geschrieben worden extra. Und ich meine, es passt halt auch sehr vieles zusammen. Auch wenn ich immer noch sagen muss, dass sie so in dieser Feierszene und so, sie ist eine gute Wrestlerin, das werde ich nie bestreiten. Aber alles, was so Arbeit mit dem Publikum und sowas angeht, da hat sie so gut wie nichts drauf. Also, so als sie irgendwie versucht, Mimik und Gestik zu zeigen in ihrem Gesicht, kannst du auch einen Stein hinsetzen. Das ist kein Ausdruck. Du erkennst nicht, ob sie sich freut, ob sie traurig ist, ob sie gerade ein leckeres Essen hatte oder ob sie den schlechtesten Burger aller Zeiten hatte. Sie guckt aber gleich. Das ist wie so ein Smiley. Kennt ihr dieses? Gibt doch bestimmte Menschen, die einfach immer denselben Gesichtsausdruck haben und dann immer drunter stehen muss, was für eine Emotion sie gerade haben. Freude, Ärger und das Gesicht ist immer dasselbe. So ähnlich sehe ich das halt bei Ivelisse, weil sie in ihrer reinen Mimik hat sie kaum Regungen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Weil wenn sie das noch hätte, also Mimik noch zu der Gestik und zu dem Wrestling passen würde, wäre sie ja nahezu die perfekte Women's Wrestlerin. Ja, ob wir sie nur mögen und was sie Backstage macht oder so, ist dabei völlig egal. Wenn sie im Produkt abliefert, dann müssen wir sie loben. Und das fehlt ihr. Und deswegen loben wir sie vielleicht nicht über den Klee, sondern wir loben sie bloß und fertig. Aber man stelle sich nur vor, sie hätte das auch noch. Also, tja. Aber am Ende trotzdem absolut verdient. Ist ja auch der Aufbau dahingehend gewesen, mehrere Shine-Shows in den Titel gehend. Ne? Wir haben ja gesagt, Allison Kay und Ivelisse müssen aufeinandertreffen, weil beide den Aufbau eigentlich zur Championess haben. Ja, obwohl den Titel halt inzwischen dann Seite 31 TaylorMade hatte von Santana. Und ja, dementsprechend hat es jetzt Ivelisse geschafft und nicht Allison Kay. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass Allison Kay inzwischen an TNA gebunden ist. Wer weiß, was dort passiert wäre, wenn dem anders wäre.
Denn den besseren Aufbau Richtung Titel hatte eigentlich Allison Kay. Aber am Ende ist das Makulatur und gehupft wie gesprungen. Jetzt im Moment ist Ivelisse Championess und damit in ihrem zweiten Run als Titelträgerin. Und ich kann es mal wieder einbeziehen, das Match, was in China stattfand von World Wrestling Network, dieser Crossover-Event. Und da das Ivelisse gegen Mia Yim-Match ist eines der besten Damen-Matches, was ich hier gesehen habe. Habe ich schon häufiger erzählt, sage ich gerne wieder. Kann man sich bedenkenlos angucken und man wird in dieser guten halben Stunde sehr viel Spaß haben. Joa, wollen wir Fazit und Wertung machen auf Shine 35? Oder habt ihr noch was zum Main Nö. Event? Nö? Fertig. Dann Fazit und Wertung Shine 35 vom 17.06.2006 aus Ybor City, Florida in The Orpheum von World Wrestling Network live ausgestrahlt. Und ja, Nicole, Fazit und Wertung. Ich werde dem Pay-Per-View diesmal mehr geben, glaube ich, als ich den anderen gegeben habe. Vermute ich mal, obwohl ich es jetzt auch nicht mehr so genau weiß. Aber ich muss zugeben, das ist ein sehr gelockerter 2-Stunden-Event, der diesmal ohne die dämlichen Eingriffe, die immer so in den Matches stattgefunden haben, nicht mehr dabei sind. Und das, ich weiß nicht, ob man die Booker da auch irgendwie ausgetauscht hat. Also der Pay-Per-View war durchgehend gut. Und auch nur 7 Matches, das war auch schön mit anzusehen. Dann waren auch ein paar Leute nicht dabei, wo ich sagen muss, ich war auch ganz froh, dass sie nicht dabei waren. Ja, also es war auch ein bisschen Abwechslung drin durch jetzt die neuen, sage ich mal in dem Sinne, Blanchard, Ellering, Maria, Maria. Ja, und Maria, Maria. dafür hat man mal Vanessa Craven, Havoc, Thunder Kitty, Hello Frank, Daphne und Andrea weiß man ja auch nicht. Lea von Dutch war jetzt auch nicht mehr so mit dabei, Die ne? heißt jetzt Lia Van Dorn, Lia Vaughn Ah, übrigens. okay. Ja, Lia. Aber die waren halt alle mal raus. Also ich fand Kimberly, Kimberly Jack, weg, ja. Cherry Bomb, Es ne? war halt, sag ich mal, sehr abwechslungsreich und anders da gebucht oder es kommt mir anders davor als die letzten Pay-Per-Views. Es war sehr kontinuierlich. Auch endlich mal die Scheinwerfer, die mich sonst immer gestört haben. Ich fand, das war auch besser aufgezeichnet. Auch die Kamera war ein bisschen besser geführt oder es kam mir besser vor. Und alle Matches, die auf der Card waren, hatten Sinn und waren sehr gut geführt. Für mich waren sogar 2 Match of the Night mit dabei. Von 7 Matches war eins vielleicht. Fand ich ein bisschen lang. Dadurch hatte ich ja gesagt, der Shine Tag Team Title. Ein Title Match, was jetzt für mich nicht so viel Spannung hatte, weil Marty Bell halt mit dabei ist und so. Dafür macht Ivy und Mackenzie halt Spaß. Mal sehen, ob die halt so zusammengelassen werden und ob man da noch ein bisschen was sieht. Also, wer das gebucht hat, darf das ruhig weiter in nächster Zeit machen, weil das war. Ich glaube, seit Schein 30. Also, ich habe ja auch nicht alle Scheine gesehen. Also, drei, ich glaube, drei fehlen jetzt. Nee, 2. Von 30 bis 35. Ja, 2 Stück fehlen. War das nach Schein 30 ja der beste Pay-Per-View, den Schein da so jetzt rausgebracht hat. Und deswegen gibt es für mich eine 8 Punkte. Dann hast du aber nicht so viel gegeben wie beim letzten Ne, Mal. da ist 9, glaube ich, gell? Du hast bei Schein 29 hast du 8 gegeben Okay. und bei Schein 30 8,5. Ja, gut, Schein 30, sag ja. Und bei Schimmer Ne, 80 ja, 9. gut, Schimmer ist jetzt auch wieder was anderes. Aber Schein 30, weiß ich noch, war halt. Also, der 30er und der 35er sind die besten, die so jetzt bis, ja, die ich gesehen habe. Also, es sind durchgehende Pay-per-views und man muss jetzt sagen, nur mit den Women's Wrestlern und das sieht man ja auch nicht überall, immer, dass es einen durchwegen Pay-per-view nur mit Mädels gibt, wo man sagen kann, hey, das waren 2 Stunden pure Unterhaltung mit keinem Abf also
mit dem gesamten Match, was irgendwie abgefuckt hat oder was scheiße war, was man bei Shimmer schon hatte und was man auch bei Shine schon hatte. Und wie gesagt, die Eingriffe sind auch weggeblieben. Man hat auch ein paar Leute mal gewechselt. Andere raus, neue rein. Deswegen hatte ich ja den Event vorgeschlagen, weißt du, weil man durch diesen Supershow-Charakter, dass du eben so viele Leute, die du sonst nicht generell im Produkt hast, hast du eine ganz interessante Card und dadurch haben wir auch eine ganze Menge Möglichkeit, über Menschen zu reden, die wir nicht oft besprechen. Ja, ja? Also Menschen, in dem Fall Matches, sowohl Ladies als auch generell, ne? Man kann Sachen erzählen, die man noch nicht erzählt hat und kann irgendwelche Damen mal auch wirklich zum ersten Mal besprechen. In dem Fall haben wir, glaube ich, auch wirklich zum ersten Mal über Kelly Skater geredet. Generell in allen Podcasts. Ich habe bei Shaka bestimmt schon mal drüber gesprochen, weil sie in der Phase ja Shimmer Tag Team Champion war. Aber so generell haben wir halt über bestimmte Damen noch gar nicht geredet. Und deswegen habe ich gedacht, okay, so eine Supercards sind immer die interessantesten Events zum Besprechen. Sowohl im Männer- als auch im Damenbereich. Und dementsprechend habe ich halt gedacht, Shine 35 ist ganz das, gut dafür. Da wir nicht wissen, wann wir die Shimmer-Events bekommen, scheint halt das eher zu bekommende Material. Ja, das war schon ja ein ordentlicher Vorschlag. Deswegen 8 Punkte, sau gut. 8 Punkte. Jan, ich habe übrigens inzwischen rausgefunden, wo du beim Damenwrestling dabei warst. Und zwar warst du bei Women's Superstars Uncensored Excellence dabei. Das stimmt. Das war der Abschiedsevent von Athena. Ja, das ist. Jetzt, wo du es sagst, das war auch, wo Sherry Bomb irgendwie verletzt war und den Titel nicht verteidigen konnte, irgendwie sowas. Sich in dem Match verletzt hat. Ach, genau. Das war sogar das, wo sie sich... Gegen Candice LeRae. Okay. War das Match. Und dann gab es noch den Main Event mit Hanaya the Howling Huntress gegen Athena. Was das einzig gute Match der Card war. Das ist allerdings auch wieder wahr. Und deswegen auch nicht so gut abgeschnitten hat bei uns im Durchschnitt. Wir haben 4,5 auf WSU Excellence zu geben. Hat es der Main-Event nicht rausgeholt. Ja. Übrigens, dieses Jahr bisher haben wir im Damenbereich nur über Schimmer 80 gesprochen, wenn ich jetzt nicht komplett verkehrt bin. Und das hatte im Durchschnitt, kann ich schon mal vorweg machen, bevor wir gleich unseren Durchschnitt hier geben, hat 8,5 im Durchschnitt gehabt. Ja, auch gut. Ja, mal gucken, was wir jetzt haben. Also, Nicole hat 8 gegeben. Jan, jetzt dein Fazit und Wert. Fazit, kannst du eigentlich direkt das übernehmen, beziehungsweise ich kann das übernehmen, was Nicole gesagt hat. Ich gebe noch eine kleine Aufwertung von einem halben Punkt. Einfach weil da einige Damen mit bei waren, von denen ich, die ich mag, von denen ich halt sonst nicht viel sehe. Und ich mich da halt nochmal ein Stück extra gefreut habe, die mal wieder zu sehen. Von daher gebe ich noch einen halben Punkt oben drauf. Ansonsten hätte ich auch 8 gegeben. Mit eigentlich derselben Begründung, was Nicole gesagt hat. Durchgängig unterhaltsamer Pay-Per-View. Bei einer durchgängig unterhaltsamen Show gebe ich normalerweise immer 8 Punkte. Außer es gibt halt irgendwas, was eine Abwertung verdient hat oder halt eine Aufwertung. Hier eine kleine Aufwertung. Mhm. Also, ich versuche schon mal den Schnitt zu halten, 8,5. Dann sage ich schon mal den Durchschnitt, weil ich meine Zahl schon eingetragen habe. Wir haben 8,17 im Durchschnitt. Wer jetzt gute Mathe ist, weiß, dass ich 8 Punkte gegeben habe. eigentlich auch wirklich mit der exakt selben Erklärung, wie ihr das gerade gemacht habt. Also durchweg unterhalten und keine extremen Ausflüge nach oben, keine extremen Ausflüge nach unten. Und dementsprechend ist es einfach genau das, wo ich einfach grundsätzlich immer anfange. Irgendwo zwischen 7 und 8 fange ich einfach an in der Bewertung. Und da es sich weder rauf noch runter Grund gibt, irgendwie groß zu überlegen, wo muss ich hin, ist es einfach dabei geblieben. Und das macht am Ende eine 8,0. Aber ich muss sagen, also ich weiß ja von einem Hörer von uns, vom Nico, der hat den Event auch gesehen und der hätte auch zwischen 7 bis 8 Punkte gegeben und auch so jung und das so jung Match halt, Match of the Night, auch halt rausgehauen. Nicht überraschend, ne? Er ist ja auch Fan des Women's Wrestling, deswegen musste ich das jetzt auch nochmal erwähnt haben. Ich habe ja extra auch das Bild heute noch von diesem Still-Screen mit eingeblendet, dann auch, der da war, dann eben mit diesen 3 Titelgürteln, ne?
dass man da dieses kurze Bild hatte, Shine Championship, Shimmer Championship, TNA Knockouts Championship in einem Bild, dass eben das Match da ansteht. Das habe ich auch dann auch auf der WTR-Seite heute auf Facebook geteilt. Das sind einfach so bestimmte historische Momente. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht wirklich Wrestling-Historie, wo man sagt, Mensch, da werden wir uns in vielen, vielen Jahren dran erinnern. Nee, das vielleicht nicht, einfach weil es nicht zu mainstreamig ist, ja. Aber dadurch, dass wir eben den Tellerrand so aufhaben, wie wir ihn aufhaben, ist es für uns durchaus Wrestling-Geschichte. Ja. Dass eben diese drei, sagen wir mal, neben dem NXT und dem, also wir haben fünf wichtige Gürtel aktuell im Wrestling, ja. Das ist der Shine Championship, das ist der Shimmer Championship, das ist der Knockouts Title, das ist der NXT-Titel, das ist der WWE Championship, Women's Title, ja. Der Stardom, World of Stardom-Titel geht da in die Richtung, aber ist halt noch nicht lange genug da, dass er in diese Region passen könnte. Und dementsprechend sind das drei der fünf wichtigsten Damentitel, die wir haben auf der Welt. Und deswegen kann man schon sagen, ist das interessant, dass dort alle drei gegeneinander antreten, also Champions. Und um den Titel, eben nicht nur die Champions gegeneinander, was es schon mal gegeben hat, aber eben wirklich auch alle Titel auf dem Spiel standen. Und deswegen ein zusätzlicher Grund, diesen Event zu reviewen, wenn es nicht ohnehin schon eine Supershow gewesen wäre. Und ja, für mich halt wirklich ein sehr, sehr rundes Ding und ich hatte Spaß und 2 Stunden vergingen wie im Flug. Das ist halt auch immer gut. Zwar einiges nicht so rund, wie man vielleicht hätte haben wollen, aber auch nicht groß meckerwürdig. Und dann dazu halt das tolle Aufeinandertreffen zwischen Rachel Ellering und Tessa Blanchard, was mein Match des Abends ist. Und ich fand aber auch den Main Event nicht verkehrt, weil ich die, ich habe schon ganz häufig gesagt, Madison Eagles mag ich sowieso, ist, ne, genauso wie Ivy. Das ist einfach so, sind so Wrestlerinnen, die mir vom Stil einfach so wahnsinnig gut gefallen. Und die würde ich auch beide sehr gerne mal irgendwo in Schland sehen, natürlich am liebsten bei der GWF. Ja. Ich weiß nicht, wie möglich das ist, aber ich denke, die fänden da auch ganz gut Platz. Zum Beispiel, man stelle sich mal vor, weiß ich, Madison Eagles gegen die wieder zurückgekehrte Wesner. Das wäre bestimmt ein großartiges Match. Also, ich weiß, ich glaube sogar, es hat schon mal gegeben bei Shimmer. Madison Eagles gegen Wesner. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Aber Wesner war bei Shimmer. Aber ich weiß gerade nicht exakt, gegen wen sie als angetreten ist. Ein paar habe ich auf dem Radar. Aber ob Madison Eagles dabei war, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Egal. Aber das auf jeden Fall Matches, die ich sehr gerne sehen würde. Und Ivy beispielsweise auch gegen den einen oder anderen, die eine oder andere Dame, die es im europäischen Wrestling gibt. Ich könnte mir zum Beispiel Ivy vom Stil her gut gegen Pollyanna vorstellen. Ja, also das sind so Matches, die man irgendwie, warum nicht? Hat es noch nicht gegeben, so in dem Sinne, ne? Und aber generell mag ich halt einfach diese beiden Wrestlerinnen im Moment so von dieser Riege, die wir hier gesehen haben, so mit am liebsten, weil sie so was Eigenes haben, ja. Ja, mal schauen, wo es dann auch mit diesen beiden hingeht. Also Ivy ist auch auf dem WWE-Radar. Nicht ohne Grund sind diese Tryouts und auch schon Einsätze bei NXT erfolgt. Bei Madison Eagles habe ich gar keine Ahnung, wo sie NXT-mäßig steht. Aber ich kann mir fast vorstellen, an der kann man auch eigentlich nicht vorbeigucken. Vielleicht ist sie zu groß für Ja, NXT. gut, sie müssen auch Das, erstmal ja. gucken, Also Körpergröße wo bringt sie auch es. alle unterbringen, ja. Also, ist nicht immer, ich Ja. würde auch nicht immer da unbedingt hingehen wollen. Die sollen erst noch mal ein bisschen da außerhalb rumhüpfen. Ja gut, aber Madison Eagles ist ja auch schon lange dabei. Das ist auch Ja. allerdings sehr wahr. Das ist, da ist schon das Karriereende irgendwo in Sicht. Aber wie Ja, und gesagt. dann da gehst du dann auch mal irgendwann in. Guck mal, ich wollte jetzt gerade sagen, die ist auch schon irgendwie an die 35 ran. Hätte wieder nicht gestimmt, sie ist 32, aber vom Gefühl her bin ich zumindest besser gewesen als vorhin bei Suyong. Ja. Also, das ist halt 30 plus, da musst du schon sagen, na, nochmal ein bisschen Kohle machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass Madison Eagles von der Körpergröße nicht zur WWE passt. Die ist einfach zu groß. Ja, wie die auch neben der Ringsprecherin gestanden hat, war schon sehr witzig, so mit dem Arm Ja gut, drum. da musst du sagen, Ist auch Kid Gillette klein. heißt sonst Kid. Ja? Ja, also die ist halt auch ein laufender Meter, genauso wie Luscious Latasha. Die übrigens schon gegen Madison Eagles gekämpft hatten, das sah sehr witzig aus. Gut, da sind wir eigentlich am Ende der Sendung. Ist doch wieder ein bisschen länger geworden, als wir das gedacht hatten in der Theorie. Aber es ist ein 2-Stunden-Plus-Podcast geworden, aber so ist das dann eben. Dann dürft ihr euch jetzt gerne von unseren Hörers verabschieden. Erstmal, da ich glaube, das ist der erste Podcast, bei dem ich es sage. Wir sind auf jeden Fall wieder online. Wenn ihr uns jetzt gerade irgendwie auf YouTube oder im Download oder so hört, dann könnt ihr uns gerne wieder abonnieren, auch in iTunes und anderen Podcatchern. Die Feed-Adresse hat sich geändert. Streicht das WordPress aus dem Feed und ihr habt die neue Adresse, die ihr jetzt in euren Podcatchern, euren Feed-Burner, Feed-Catcher, wie auch immer man das alles ausdrücken möchte,
integrieren müsst, abonnieren sollt, dann könnt ihr uns auch wieder auf euren Podcast-Empfangsgeräten eurer Wahl hören. Ansonsten, ja, die anderen Plattformen haben ja auch in der Zwischenzeit funktioniert, aber inzwischen sind wir wieder online. Neuer Hoster und hoffen mal, dass wir jetzt online bleiben. Ich werde auch die nächsten Tage und Wochen werde ich iTunes komplett wieder einrichten, dass wir da auch suchbar sind. Aber wichtig ist aber, dass es wieder funktioniert und da sind wir sehr, sehr froh. Wir hatten 6,5 Tage Ausfall. Jetzt sind wir wieder online. So, dann dürft ihr euch verabschieden und ich mache einen Deckel drauf. Jan. Ja, noch hat keiner schlapp gemacht, darum sage ich schnell gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Nicole. Ich sag dann auch mal bis demnächst. Schaut immer mal ein bisschen euch um und seid nicht immer so wie WE gestört. Oh, das war, ich glaube, ist auch ein bisschen unfair. Aber ja, schaut euch mal um. Ein bisschen Women's Wrestling hier, ein bisschen Japan da, ein bisschen ROH und whatever. Alles Gute. Alles bei uns zu kriegen, alles bei uns zu hören. Ja. Selbst die Avengers sagen ja, deswegen hören sie Wrestling Talk Radio. Ja. Das in Bezug auf unser aktuelles Titelbild auf Facebook. Was der Ausblick? Jan, werdet ihr die nächsten beiden Podcasts auch hören. Zum einen, ich glaube, Freitag ist es dann, wenn wir die WWE seit Money in the Bank beleuchten, nämlich in Battleground gehend, was ja dann nächste Woche ist. Und dazu am Sonntag live What If, wenn Jan und ich nämlich schauen, was könnte eigentlich passieren, wenn wir die Kontrolle hätten über Raw und SmackDown. Wen würden wir wohin draften und dann auch vielleicht so ein kleines bisschen Ausblick, was das haben wir mit denjenigen Wrestlern vor. Deswegen wollen wir sie haben. Das also unser nächster Live-Podcast. Den gibt es am Sonntag ab ca. 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal twitch.tv/wrestlingtalk.de. Das also der Ausblick und alles weitere. Immer die Augen offen halten. Wir haben vorhin schon angekündigt Revolution Pro. Wir machen Saber Junior gegen Angle. Reviewen wir nächste Woche. Und alles weitere. Einfach immer Augen aufmachen. Opening Bell zu Battleground. Review zu Battleground kommt dann. Chaka Unscripted müsste es dann auch dann in der Folgewoche wieder geben. Eine ganze Menge Zeugs. Und ihr pickt euch einfach immer raus, was euch interessiert. Und Feedback zu dieser Ausgabe sehr, sehr erwünscht. Darmwrestling war jetzt ein kleines bisschen Pause. Der eigentlich so sehr Darmwrestling bei uns vorantreiben möchte, ist der Willi, der konnte leider nicht dabei sein. Nächstes Mal, wenn wir dann wahrscheinlich AIW oder auch Queens of Combat wollte er ja wieder machen. Mal schauen, was als nächstes ansteht, dann auch im Damenbereich. Auf jeden Fall werden wir, haben wir schon angekündigt, im September dann, wenn Women's Wrestling Revolution bei der GWF durch ist, werden wir den Event auch hier reviewen. Passt ja auch, dadurch, dass wir Damenwrestling hier aufgenommen haben. Und ja, wie gesagt, pickt euch raus, was euch interessiert. Und zum Ende sage ich immer, wie für alle Ausgaben, danke an euch beide, dass ihr mit dabei wart. Und für den Rest da draußen, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.